Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Ihr seht schon an dem Titel 25. Panzerdivision, wir sind wieder auf Ketten unterwegs, aber diesmal ist es ein bisschen anders. Das ist kein Kampfbericht, sondern es ist eine Tagebuchaufzeichnung von einem Soldaten, der auch in der 25. Panzerdivision seinen Dienst geleistet hat. Kurz rückblickend, wie ist das gekommen? Der Benjamin hat mich vor einiger Zeit angeschrieben, dass sein Großvater in der 25. Panzerdivision als Funker eingesetzt war. Und der hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und hatte mich gefragt, ob ich das vielleicht hier vortragen möchte. Dann hat er das alles akribisch aufgearbeitet und zusammengestellt und so weiter und so fort und hat mir das dann als Text geschickt. Ich habe mir das durchgelesen und ich muss sagen, das ist schon harter Stoff und es ist ja nicht, also nicht jeder ist ja super spektakulär und schießt hier laufend Panzer ab oder Jagdflieger oder U-Boot-Asse oder so, sondern der normale Soldat hat auch was erlebt und vielleicht auch ein bisschen anders erlebt. Und deswegen finde ich diese Geschichte, die hier erzählt wird, unheimlich interessant, vor allen Dingen, weil sie 33 beginnt und 1950 endet. Also das muss man sich mal vorstellen. Und diesen Lebensabschnitt, sage ich mal, hat er sehr gut dokumentiert und aufgearbeitet. Also den Anteil Vorkriegszeit, die Kriegszeit und auch die Gefangenschaft. Und wenn ihr das Enddatum 50, also 1950 hört, dann müssen bei euch schon die Alarmglocken losschrillen. Das heißt, dass dieser Mann unheimlich lange in Gefangenschaft war. So. Wir haben uns geeinigt, dass ich das vorstellen darf und vorlesen kann. Das ist sehr viel und es wird sicherlich mehr als ein Teil werden. Wie viel, weiß ich noch nicht. Nur, dass ihr schon mal so ein bisschen den Einstieg habt. Und wie gesagt, nochmal auf diesem Wege, Benjamin, vielen Dank, dass ich das vortragen darf. Ich hoffe, ich mache das auch so, wie eure Familie das haben möchte. Und deswegen will ich gar nicht lange rumreden, sondern wir steigen ein. Ich habe natürlich wieder Bildmaterial aus dem Internet dazu genommen. Das ist also, damit man das ein bisschen untermalen kann, also das passt schon immer zu diesen Zeiten, sind aber nicht die Leute, um die das hier geht. In diesem Sinne würde ich sagen, wir lehnen uns mal zurück und hören mal zu, was dieser Mann, der Heinrich, dort erlebt hat. In diesem Sinne, jetzt geht's los. Meine Erinnerung an die Jugend unter der NS-Herrschaft, den Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Geschrieben von Heinrich H. aus Köln, Anfang 1950. 1933. Januar 1933, Machtergreifung Adolf Hitlers bis Ende 1941. Ich möchte meine Erinnerung mit der Schulfeier zur Machtergreifung Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 beginnen. An diesem Tag lernten wir in den ersten Schulstunden die erste Strophe des Deutschlandliedes und den Choral »Wir treten zum Beten«. Nach der 10 Uhr Pause mussten wir uns klassenweise auf dem Schulhof aufstellen. Kurz danach marschierte eine Abteilung von SA-Männern auf dem Schulgelände auf. Einer von ihnen hielt eine Rede, woraufhin eine Fahne vom Fahnenmast eingeholt und auf dem Schulhof verbrannt wurde. Im Anschluss wurde die Hakenkreuzfahne anstelle der verbrannten Fahne gehisst. Es folgten weitere Reden und wir sangen alle gemeinsam das Deutschlandlied und den Choral. Anschließend war schulfrei. Unsere Familie und unser Bekanntenkreis waren politischen Fragen konservativ-katholisch und Anhänger der katholischen Partei das Zentrum. Mit den Hakenkreuzflaggen konnten wir uns nicht anfreunden. Dies führt unweigerlich zu einigen unschönen Erlebnissen, da ab sofort alle Hakenkreuzfahnen, die vorbeigetragen wurden, mit erhobenem Arm, dem Nazi-Gruß, gegrüßt werden mussten. So kam unsere Familie einmal aus der Kirche, als eine Gruppe SA-Männer mit Fahne voraus an uns vorbeimarschierte. Als sie uns still zur Seite drückten, löste sich einer aus der Gruppe heraus, trat zu meinem Vater und herrschte ihn an, ob er die Fahne nicht gesehen hätte. Nächstens grüßen. Ein anderer Vorfall ereignete sich zu der Zeit, als Fronleichnamsprozessionen auf öffentlichen Straßen noch erlaubt waren. Mein Zwillingsbruder und ich gingen als Messdiener in einer solchen Prozession mit. Auf dem Markusplatz, also Köln, war ein Segensaltar errichtet worden.
Beim Erreichen des Altars sahen wir, dass die Nazis den Altar mit Hakenkreuzfahnen verschönt hatten. Mein Bruder machte hierzu eine ironische, kritische Bemerkung. Daraufhin ohrfeigte ihn ein in der Nähe stehender Parteibonze. Man kann sagen, dass die Nazis einen Fahnenfimmel hatten. Fahnen waren überall und ihnen heilig. In einem Lied, das beispielsweise von der HJ gesungen wurde, hieß es: Unsere Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Unsere Fahne führt uns in die Ewigkeit, denn die Fahne ist mehr als der Tod. Infolge der großen Wirtschaftskrise 1929 wurde mein Vater arbeitslos. Orgelbauer wurden nicht mehr gebraucht, da kein Geld mehr für Kirchenorgeln vorhanden war. Arbeitslosigkeit bedeutete zu dieser Zeit bitterste Armut. Sattessen war normalerweise nicht möglich. Unsere Schulbrote kannten keine Butter oder Margarine, von Wurst oder Käse ganz zu schweigen. Auf die Brotscheibe kam Rübenkraut, sonst nichts. Unserem Klassenlehrer war auch aufgefallen, dass unsere Schulbrote sehr ärmlich waren. Einmal schenkte er uns beiden jeweils ein Butterbrot. Zu Hause angekommen, sagte mein Bruder zu unserer Mutter: Der Lehrer Müller hat uns beiden ein Butterbrot geschenkt. Da war richtige Leberwurst drauf. Daraufhin hat unsere Mutter bitterlich geweint. Mit der Zeit wurden die Pressalien zum Eintritt in die Hitlerjugend immer schlimmer. Gleichzeitig wurden andere Jugendorganisationen, wie zum Beispiel die katholische Jugend, systematisch verboten. Wann immer es ging, trafen wir uns trotzdem in unserem katholischen Freundeskreis. Auch fuhren wir, so lange es die Kriegsereignisse zuließen, Ostern mit den Fahrrädern nach Maria Laach, um in der Abtei die Osterliturgie zu feiern. Samstags fiel der Unterricht für die Mitglieder der HJ aus, weil dann Antreten war. Der immer kleiner werdende Rest der Schüler hatte Unterricht. Unsere Lehrer waren bis auf wenige Ausnahmen keine Nazis, auch wenn sie notgedrungen in der Partei sein mussten. Als wir älter wurden, grüßten wir die uns bekannten Lehrer mit erhobenem Arm und sagten anstatt Heil Hitler, Guten Morgen, Herr so und so. Unsere Lehrer grüßten daraufhin genauso zurück. Um zur Aufnahmeprüfung an einer höheren Schule zugelassen zu werden, musste man Mitglied der HJ sein. Notgedrungen meldeten mein Bruder und ich uns somit ebenfalls bei der HJ an. Mit dem Zuweisungsschein vom 29.10.41 wurden mein Zwillingsbruder und ich dann zum Dienst in der Hitlerjugend herangezogen. Wir unterstanden damit auch der Befehl und Disziplinargewalt der HJ. Eine Woche später gingen wir erstmalig zum Dienst dorthin. Dort erbaten wir uns eine Bescheinigung über die Zugehörigkeit zur HJ. Dieser wurde uns auch anstandslos ausgehändigt. Von da an mussten wir jeden Sonntag zur vormilitärischen Ausbildung erscheinen. Nach Möglichkeit haben wir uns, wann immer es ging, davor gedrückt. Immerhin konnten wir uns nun mit den ausgehändigten Bescheinigungen zu den Aufnahmeprüfungen bei den höheren Schulen anmelden. Unser Dilemma war jedoch, dass wir aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage kein Geld für die höhere Schule hatten. Zu der damaligen Zeit musste noch Schulgeld bezahlt werden, sodass die weiterbildenden Schulen nur den Vermögenden vorbehalten waren. Wir gehörten nicht dazu. Unser Vater war zwar seit 1936 wieder in Arbeit, aber das Schulgeld für drei Kinder, also wir waren drei Brüder, war unmöglich aufzubringen. Ich hatte das Glück, zur Aufnahmeprüfung an der Aufbaurealschule in Köln zugelassen zu werden. Diese Schule war kostenfrei. Sie wurde in den 20er Jahren zur Zeit des regierenden Oberbürgermeisters Konrad Adenauer eingerichtet, um ärmeren Kindern den höheren Schulbesuch zu ermöglichen. Gott sei Dank bestand ich die Prüfung. Meinem Zwillingsbruder wurde das Schulgeld für den Besuch des Gymnasiums von einer vermögenden Dame bezahlt, da er vorhatte, Theologie zu studieren. Nach Kriegsende hat er sich anders überlegt. Er hat dann geheiratet und eine Familie gegründet. Reichsmarschall Hermann Göring, der für die Luftwaffe zuständig war, sagte am Anfang des Krieges großspurig,
Ich will Meier heißen, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug unsere Grenze überquert. Von da an wurde er, wenn niemand unberufener zuhörte, Hermann Meier genannt. Fliegeralarm gab es mit zunehmender Kriegsdauer immer öfter. Wenn nachts die Sirenen heulten, packten wir unsere Sachen und gingen in den Keller. Wir schliefen nur noch in Trainingsanzügen. Als die Luftangriffe sich immer weiter intensivierten, stellten wir Feldbetten im Keller auf und verbrachten die ganze Nacht dort. Wenn nachts Fliegeralarm gewesen war, begann der Schulunterricht eine Stunde später. Wir Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren mussten einmal in der Woche nachts Brandwache in der Schule halten. Hierfür gab es pro Nacht 25 Pfennig. Später, als unser Vater, mein Zwillingsbruder und ich schon zur Wehrmacht eingezogen worden waren, ging unsere Mutter mit unserem jüngeren Bruder schon abends in den Luftschutzbunker. Diese Bunker waren im ganzen Stadtgebiet verteilt, gebaut worden, um die Zivilbevölkerung vor den Bomben zu schützen. Wenn man morgens aus dem Bunker zurückkam, war man froh, wenn das Haus noch stand. Am 18.10.1944 hatten wir dann Pech. Das Haus, in dem wir wohnten, brannte ab. Daraufhin wurde unsere Mutter und unser Bruder in den Westerwald evakuiert. 1942. Schulabschluss und Start der zivilen Ausbildung. Ostern 1942 wurde ich mit dem Zeugnis der mittleren Reife aus der Schule entlassen. Ich hatte den Wunsch, Vermessungsingenieur zu werden. Die Reichsbahn bot mir die Möglichkeit dazu. Ich schloss daraufhin einen zweijährigen Ausbildungsvertrag zum Vermessungstechniker mit dem Reichsbahnvermessungsamt in Köln ab. Anschließend war ein Studium auf Kosten der Bahn zum Vermessungsingenieur vorgesehen. Während der Ausbildung war einmal wöchentlich Berufsschulunterricht. Nach 4 Wochen Unterricht brannte das Schulgebäude in der Ulrichgasse in Köln nach einem Luftangriff ab. Nach den Sommerferien ging der Unterricht in der Baugewerkschule am Sialehering weiter. 2 Unterrichtstage später brannte auch dieses Gebäude ab. Nach längerer Pause wurde der Unterricht in der Musikhochschule fortgeführt. Leider nahm meine Ausbildung wegen der Einberufung zum Reichsarbeitsdienst und den daran anschließenden Wehrdienst sehr schnell ein Ende. Wehrertüchtigungslager. Am 3. Dezember 1942, meinem 17. Geburtstag, ging es los. Ich hielt ein Briefchen, worin stand, dass ich meinen Urlaub vom Jahr 1943 für einen 3-wöchigen Lehrgang im Wehrertüchtigungslager zur Verfügung stellen müsse. Darüber war ich natürlich außerordentlich erfreut. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass das ganze Jahr sowieso verloren war. 1943. Januar bis Ende April 1943. Wehrertüchtigungslager. Am 10. Januar ging es los. Richard K. war auch mit von der Partie. Der Lehrgang begann am 10. Januar 1943 in einem Barackenlager in Mausbach bei Stolberg und wurde von SS-Offizieren geleitet. Mehrmals wöchentlich mussten wir einzeln vor einem Ausschuss mit SS-Offizieren erscheinen, die uns erst mit Schmeicheleien, dann mit Drohungen zu überreden versuchten, uns freiwillig zur Waffen-SS zu melden. Wir hielten dem Druck nicht stand und unterschrieben. Ein paar Tage bevor der Lehrgang zu Ende war, brachte mir Franz den Gestellungsbefehl zum Reichsarbeitsdienst. Deshalb wurde ich einen Tag früher entlassen. Den einen Abend und die eine Nacht, die mir zwischen dem Wehrertüchtigungslager und dem Reichsarbeitsdienst übrig blieb, fuhr ich mit Franz nach Bonn zu einem Doktor. Reichsarbeitsdienst. Am 31. Januar ging es dann los zum RAD. Ich kam nach Wassenberg-Mühl, Abteilung 3-210. Beim Reichsarbeitsdienst gab es täglich 25 Pfennige, später bei der Wehrmacht 1 Reichsmark Sold. Im Arbeitsdienstlager ging die massive Werbung für den Eintritt in die Waffen-SS weiter. Wieder hielten viele den Druck nicht stand und unterschrieben. Die ersten 4 Wochen waren nicht toll, da der Arbeitsdienst ausschließlich der vormilitärischen Ausbildung diente. Nach diesen 4 Wochen bauten wir dann tatsächlich auch mal eine Straße bei Dallheim an der holländischen Grenze. Meine Arbeit war es, die Pfählchen dorthin zu schlagen, wo die Straße hinkommen sollte.
14 Tage vor meiner Entlassung fiel ich auf die rechte Seite und holte mir einen Bluterguss an der rechten Schulter. Als meine Abteilung entlassen wurde, waren meine Papiere jedoch noch nicht fertig, da ich noch krankgeschrieben war. So musste ich noch ein paar Tage als Zivilist im Lager herumlaufen. Im Ganzen waren wir noch 10 Mann. Am 9. April wurde ich schließlich entlassen. In Köln beim Wehrbezirkskommando traf ich ein paar Mann aus meiner ehemaligen Abteilung. Sie hatten schon den Gestellungsbefehl zum Militär in der Tasche. Ich hingegen hatte noch 6 Wochen Zeit. Erst am 18. Mai sollte ich einrücken. Doch dieser Termin wurde nochmal um 2 Tage auf den 20. Mai verschoben. Dadurch war es mir möglich, am 19. Mai den Hochzeitstag von Vater und Mutter mitzufeiern. Mai bis Ende Dezember 1943. Beginn der militärischen Ausbildung in Deutschland. Am 20. Mai ging es dann nach Bielefeld zur Bülow-Kaserne. Ich war der Nachrichtentruppe zugeteilt worden. Die 4 Wochen, die wir dort blieben, habe ich in sehr schlechter Erinnerung. In der Nacht vor Pfingstsonntag war ein schwerer Luftangriff auf Hamm. Dorthin sollten wir zum Katastropheneinsatz. Ausgerechnet an dem Tag hatten sich meine Eltern angemeldet. Morgens marschierten wir zum Bahnhof. Auf halbem Weg dorthin wurde der Einsatz jedoch abgeblasen. Das passte mir ganz gut, denn eine Stunde später kamen meine Eltern an. Leider hatten wir Alarmbereitschaft und so durfte ich die Kaserne nicht verlassen. Wir setzten uns den ganzen Tag in die Kantine. Als meine Eltern abends kaum weg waren, wurde die Alarmbereitschaft aufgehoben. Nach 4-wöchiger Ausbildung kamen wir nach Iserlohn. Dort ist mir zum ersten Mal ein Malheur passiert. Das kam so. Wir gingen abends nach Hemme ins Kino und schauten uns den Film Der Fall der Ruger an. Planmäßig sollte die nach Beendigung des Kinos fahrende Straßenbahn genau um 5 Minuten vor 10 vor der Kaserne halten. Doch das Unglück wollte, dass die Straßenbahn ausgerechnet an diesem Abend nur die halbe Strecke fuhr. Von dort aus rannten wir, was das Zeug hält, Richtung Kaserne, mit dem Erfolg, dass wir diese 1 Minute nach 10 erreichten. Auf der Wache wurden wir notiert und auf die Stube geschickt. Als der UVD die Stuben durchging, lag ich schon im Bett, allerdings gestiefelt und gespornt. Morgens kam der ganze Schwindel leider doch noch heraus. Zur Strafe musste ich an dem Tag, als wir nach Norwegen abgestellt wurden, Gefreiter vom Dienst machen. An diesem Tag gab es natürlich ausnahmsweise viel zu laufen, aber damit war die Sache abgetan. Verlegung nach Norwegen zur weiteren Ausbildung. Von Iserlohn aus fuhren wir über Berlin nach Stettin. Dort wurden wir per Schiff nach Norwegen verfrachtet. Auf dem Schiff, es war die Donau-Bremen, hatten wir ziemlichen Kohldampf. Das kam daher, weil wir für die Fahrt nur lückenhafte Marschverpflegung empfangen hatten. Wurst und Butter hatten wir genug, nur Brot fehlte. In dieser großen Not habe ich sogar Wurst mit Butter beschmiert und gegessen. Sonst war die Fahrt sehr schön. Das Wetter war in den Monaten Juni bis Juli schön warm. Wir liefen nur in Sporthose, Stiefeln und Schwimmweste rum. Im Skagerrak bekamen einige Kameraden die Seekrankheit. Ich hatte in dieser Beziehung keine Beschwerden. Am 5. Juli liefen wir im Osloer Hafen ein. Von hier aus kamen wir nach Jessheim, 45 Kilometer nördlich von Oslo. Hier zur Ausbildung zur Panzernachrichtenabteilung 87. Dort absolvierte ich die Grundausbildung zum Funker. 6 Monate später startete das Unternehmen Sonnenblume. Wir wurden in kleine Trupps zu je 3 Mann aufgeteilt. Jeder erhielt einen Karabiner und 10 Schuss Munition. Als Panzersoldaten hatten wir sonst nur eine Pistole. Man gab uns eine Landkarte, in der unser Ziel gekennzeichnet war. Um Mitternacht am kommenden Tag mussten wir uns dort einfinden. Ein verschlossener Brief, der erst dort zu öffnen war, wurde uns ebenfalls ausgehändigt. 2 Obergefreite und ich erhielten den Befehl, von Mitternacht bis morgens 6 Uhr die Telefonvermittlung an der Südspitze Norwegens zu besetzen und keine Gespräche zuzulassen. Worum es dabei genau ging, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Später erfuhren wir,
dass in dieser Nacht ehemalige norwegische Offiziere verhaftet worden waren. Die Fahrt durch die wunderschöne Landschaft Norwegens zu unserem Einsatzort war für uns, die von der Welt noch nichts gesehen hatten, ein unvergessliches Erlebnis. Nach 3 Tagen kehrten wir wieder zurück. 14 Tage später wurde die 25. Panzerdivision, der wir angehörten, nach Russland verlegt. Wir blieben zurück und bildeten die Panzerdivision Norwegen. Unsere Nachrichtenabteilung gehörte dabei zum Divisionsstab. Die Ausbildung als Funker nahm ihren Fortlauf. In jeder Woche waren die ersten paar Tage Funkübungen. Samstags waren die ersten 2 Stunden Exerzieren und nachmittags Nachschwenken. Sonntags war immer frei. Im Spätsommer 43 versuchte ein Kamerad von uns über die schwedische Grenze zu flüchten. Das war nach damaligem Recht Fahnenflucht. Er wurde gefasst und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde in einem Steinbruch, den wir auch zu Schießübungen nutzten, vollzogen. Unsere Einheit musste im Karree antreten. In der Mitte hatte man einen Pfahl errichtet. Das durch Losentscheid bestimmte Erschießungskommando stand bereit. Der Verurteilte wurde an den Pfahl gebunden. Nach Verlesen des Todesurteils sprach der Feldgeistliche kurz mit ihm. Mit verbundenen Augen rief er laut über den Platz: Es lebe mein deutsches Vaterland, es lebe meine Schwester und meine Brüder. Dann erfolgte die Salve des Erschießungskommandos und er sackte am Pfahl zusammen. Ein Offizier schoss ihm noch mit der Pistole in den Kopf. Es war schrecklich. Er ist keine 20 Jahre alt geworden. Der Dienst in unserem Barackenlager in Jessheim bei Oslo, wo der Divisionsstab untergebracht war, ging danach seinen gewohnten Gang weiter und wir wurden unseren Verwendungen zugeteilt und erhielten die entsprechende Ausrüstung. Im Falle eines Fronteinsatzes erforderte die Eigenart unserer Funkerkompanie, dass ein großer Teil der Männer die Divisionszentrale besetzten und einzelne Funktrupps zu den nachgeordneten Regimenter abgestellt werden sollten, um die Funkverbindung zwischen den Einheiten herzustellen. Ich wurde dem Funktrupp zugeteilt, der zu den Panzergrenadieren abkommandiert werden sollte. Wir hielten einen Schützenpanzerwagen. Dieser wurde wegen seiner Form auch Eiserner Sarg genannt. Der SPW war ein nur leicht gepanzertes Halbkettenfahrzeug. Das heißt, er hatte vorne Räder, aber der größte Teil war auf Ketten montiert. Kurz vor Weihnachten machte ich noch einen Skikurs mit. Dabei hatte ich einen einmaligen Muskelkater. Aber ohne Rücksicht auf Verluste ging es morgens bis abends, Tag für Tag. Als wir dann endlich begriffen hatten, wie es ging, war es einfach nur wunderbar. 1944. Januar 44. Am 9. Januar 1944 zog ich mit einer Erfrierung 2. Grades ins Krankenrevier ein. Nach meiner Entlassung aus dem Revier war ich noch lange innendienstkrank geschrieben. Es kam jetzt eine ruhige Zeit. Ich wurde Putzer und musste nebenbei die Hör-, Gabe- und Schlüsselkurven zeichnen. Langsam entwickelten sich die einzelnen Funktrupps. Unser Truppführer wurde Ufts G. Er war mir schon auf den ersten Blick unsympathisch. Adolf M. aus dem Sudetenland war unser Kraftfahrer. Er kannte den SPW aus dem FF. Einen besseren hätten wir nicht finden können. Als Fahrer war er für uns unentbehrlich. Ich war der Wegbegleiter des Funktrupps und somit für das funktechnische Gerät verantwortlich. Dann gab es noch Walter B., Arthur W. und Robert H. Robert ist leider in unserem letzten Einsatz gefallen. Nachdem wir 14 Monate Ausbildung durchgemacht hatten, rückte der Einsatz immer näher. Mai 1944, erster Heimaturlaub. Am 17. Mai fuhr ich nochmal in den Urlaub nach Hause. In der Nacht des 22. Mai kam ich dort an. In derselben Nacht gab es einen schweren Luftangriff auf Köln. Dabei brannten das Opernhaus und das Hohenstaufenbad ab. Dies ärgerte mich am meisten. Trotzdem war es ein schöner Urlaub. Vater hatte Pfingstmontag ebenfalls für 1 Tag Urlaub bekommen. Es war leider das letzte Mal, dass wir alle zu Hause beisammen waren. Rückreise nach Norwegen und Verlegung nach Polen.
Auf der Rückreise nach Norwegen wurde ich in Güstrow aufgehalten und nach Dänemark umgeleitet. Hier wurde unsere Division wieder mit dem Rest der 25. Panzerdivision zusammengeschmissen. Die Lanzer hatten kaum noch Hose und Hemd. Sie waren in Russland vollkommen aufgerieben worden. In Dänemark verlebten wir 9 schöne Wochen. Dann kamen wir in den Osten. Wir wurden zuerst nach Wein im Kreis Schieratz einquartiert. Hier wurden wir mit Fahrzeugen neu ausgerüstet. Die Bevölkerung bestand hauptsächlich aus Volksdeutschen und war uns gegenüber sehr freundlich. Einen Sonntag veranstalteten sie ein großes Kuchenessen für uns. Anschließend zeigte der ehemalige Artist und Offizier B. seine Kunststücke auf dem Fahrrad. Diese schöne Zeit ging viel zu schnell vorbei. August 1944, Serock Brückenkopf, Warschau, Radom, Waka, Lovic, Lotz. Von Fein aus wurden wir zur Narew verbracht und gingen am Serock Brückenkopf in Bereitstellung. Dieser Brückenkopf sollte mit einem groß angelegten Angriff zurückerobert werden. Doch am Abend, bevor es losgehen sollte, wurde alles abgeblasen, da sich zu diesem Zeitpunkt in Warschau polnische Partisanen gegen die deutschen Truppen erhoben haben. Unsere Einheit wurde schnellstens nach dort beordert, um die dort kämpfenden deutschen Verbände zu unterstützen. Wir fuhren also mit unseren Panzern und SPWs auf direktem Weg nach Warschau. Es folgten schlimme Straßenkämpfe. Von der obersten Heeresleitung erhielten wir einen Führerbefehl, der uns untersagte, Gefangene zu machen. Partisanen, die in unsere Hände fielen, seien sofort zu erschießen. Wir waren zu der Zeit zum Panzergrenadierregiment 146 abgestellt. Dessen Kommandeur, Oberst Treuhaupt, war von diesem Befehl schockiert. Das sind doch Menschen. Wir werden die Partisanen genauso in Gefangenschaft führen, wie alle anderen gegnerischen Soldaten auch. So wurde es dann auch gemacht. Kein einziger gefangen genommener Partisan wurde durch unser Regiment erschossen. Wir wurden mit unserem Panzergrenadierregiment 146 zwischen den aufständischen Polen und das westliche Weichselufer geschmissen. Am Tag unserer Ankunft in Warschau gelang es den Russen leider, den Bezirk Praga, welcher an das Ostufer der Weichsel grenzte, zu besetzen. Von dort schoss der Russe immer wieder mit seinen schweren Geschützen über die Weichsel zu uns rüber, sodass wir von beiden Seiten Feuer erhielten. Als es dann endlich gelungen war, auch den Stadtteil Skilze von den Partisanen freizukämpfen, fuhren wir zum Serock Brückenkopf zurück. Auf dem Weg dorthin machten wir noch einen Tag am Rozan-Brückenkopf Halt. Dort kam es zu einem interessanten Zwischenfall, als ich mich mit Walter B. einmal auf die Jagd nach etwas Essbarem gemacht hatte. Walter B. gab dabei einen Schuss aus der MP ab. Das Geschoss prallte von einem Stein ab und kam zu mir rüber. Es ging mir durch den Rock, Strickjacke und Hemd, unter dem Soldbuch her, an der einen Seite der Tasche rein und an der anderen wieder raus. Mein Soldbuch bekam genau wie ich keinen Kratzer ab und so war ich wieder mit dem Schrecken davongekommen. Einsatz im Brückenkopf, 3. bis 7. Oktober 1944. Mit unserem Angriff vom 3. bis zum 7. Oktober spalteten wir den Brückenkopf von Serock auf. Es war ein toller Einsatz und ein hartes Ringen, bei dem wir den Russen zunächst erfolgreich zurückdrängen konnten und es ein letztes Mal vorwärts ging. Am Abend des 2. Oktober gingen wir in Bereitstellung. Wir waren in der Mitte des Brückenkopfes von Nasilsk, bei dem Dorf Nuna. Am Morgen des 3. Oktober wurden die russischen Stellungen von einem Trommelfeuer vorbereitet. Es hielt von 7 bis 7.30 Uhr an. Dank der Feuerunterstützung fielen die ersten Linien fast kampflos in unsere Hände. Bald darauf geriet der Angriff jedoch ins Stocken. Der Regimentsgefechtsstand wurde nach vorne verlegt. Wir fuhren dicht hinter dem Wagen von Oberst Treuhaupt her. Dann gab es einen großen Knall. Der Funkwagen des Oberst war auf eine Mine gefahren. Die Besatzung kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Doch wir saßen nun in einem Minenfeld fest.
Schnell, aber vorsichtig bargen wir die Ausrüstung aus dem zerstörten SPW und der Oberst zog mitsamt seines Regimentsstabes zu uns um. Dadurch wurde es noch enger bei uns. Nachdem alles an Bord verstaut war, arbeiteten wir uns vorsichtig aus dem Minenfeld heraus. Ab jetzt wurde es richtig anstrengend, da wir nun zusätzlich zu unserem eigenen Funkverkehr auch noch den Funkverkehr des Regimentsstabes nach vorne übernehmen mussten. In den folgenden paar Tagen haben wir somit eine Unmenge Funksprüche verarbeitet. Obwohl wir an der Belastungsgrenze arbeiteten, klappte alles vorzüglich. Die Funkvorschrift wurde allerdings nicht in allen Teilen genau beachtet. Deshalb wollte man uns vor ein Kriegsgericht stellen. Oberst Treuhaupt hat es aber alles auf seine Kappe genommen und abgebügelt, weil nach seinen Worten der Funkverkehr geklappt hat. Für den folgenden Tag bauten wir den Regimentsgefechtsstand auf einer freien Fläche auf. Den SPW stellten wir dabei in ein ehemaliges Deckungsloch eines schweren Flakgeschützes, sodass wir zumindest gegen einen direkten Beschuss gesichert waren. In einen 20 Meter entfernten Bunker kamen die Offiziere mit dem Stab unter. In der Nähe des Dorfes Budi Pobilkowski standen am Waldrand kaum 500 Meter weg von uns gut erkennbar russische T-34 und Stalin-Panzer. Der Russe hat es auf uns abgesehen. Wir lagen dauernd unter Artilleriebeschuss. Mittags griff er mit einem Verband amerikanischer Bomber vom Typ Boston an. Eine in der Nähe stationierte Flakbatterie schoss innerhalb kurzer Zeit 8 Stück ab. Der Schaden, den sie bei uns angerichtet hatten, war im Verhältnis zum Materialaufwand gering. Wir hatten einen Toten und 2 Verwundete zu beklagen. Zwischen dem SPW und dem Bunker war ein Melder eingesetzt. Nachmittag stand er hinter unserem Wagen und schaute durch die offene Tür hinein. Da das Gelände dauernd unter Beschuss lag, gab ich ihm den Rat, in Deckung zu gehen oder schnell in den SPW zu springen. Auf jeden Fall sollte er die Türe schnellstens wieder zumachen. Die Türe war noch nicht ganz zu, als eine Granate direkt hinter unserem SPW einschlug. Ich kroch sofort zu dem Melder raus und untersuchte ihn. In diesem Augenblick war weiter nichts festzustellen, als dass ihm etwas Blut aus der Nase rann. Es musste also etwas an der Lunge sein. Nachdem ich seinen Rock geöffnet hatte, sah ich, dass seine Erkennungsmarke durchlöchert war. Es musste also ein Splitter von vorne in die Lunge eingedrungen sein. Da der Stabsarzt sich nicht dazu bewegen ließ, aus dem Bunker herauszukommen, mussten wir den Verwundeten hineintragen. Leider gab es für den Kameraden keine Hilfe mehr. 10 Minuten später verstarb er, ohne das Bewusstsein noch einmal erlangt zu haben. Nachts gegen 24 Uhr, wir standen mit unserem SPW immer noch an derselben Stelle, wurde das Essen nach vorne gebracht. Der Küchenwagen fuhr jedoch nur bis zum Waldrand, ungefähr 200 Meter hinter uns. Robert und Walter machten sich sofort mit dem Kochgeschirr auf den Weg. Durch die Leuchtfallschirme war die Nacht taghell erleuchtet. Die beiden waren noch nicht ganz aus dem Wagen raus, als sie schon mit der Nase im Dreck lagen. Eine Nähmaschine, von denen mindestens 4 Stück in der Luft waren, hatten ein paar Bomben direkt neben uns geworfen. Nach einer guten Stunde kamen Robert und Walter mit dem Essen oder dem, was davon noch übrig geblieben ist, zurück. Sie hatten das reinste Flachrennen mit dem Kochgeschirr gemacht. Der Inhalt sah auch entsprechend aus. Sie hatten mehr Dreck als Essen mitgebracht. Von dem Ganzen war nur noch ein Klops genießbar, nachdem ich ihn etwas gesäubert hatte. Meine Erinnerung an die Jugend unter der NS-Herrschaft, den Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Geschrieben von Heinrich H. aus Köln, Anfang 1950. Teil 2. Einsatz im Brückenkopf, 3. bis 7. Oktober 1944. Kurze Zeit später griff der Russe wieder an.
Angriffe wurden zu diesem Zeitpunkt nur nachts vorangetrieben, tagsüber erstarrte alles wieder. Dabei hatte ich erstmalig Gelegenheit, die Wirkung der Stalinorgel kennenzulernen. Die praktische Wirkung ist gering, wogegen die moralische umso größer ist, da man immer das Gefühl hat, die nächste Rakete würde zu einem selber hineinschlagen. Bei dem dreitägigen wechselvollen Einsatz erreichten wir schlussendlich nicht viel. Wir spalteten den Brückenkopf in zwei Hälften. Bei Klusek blieben wir schließlich dicht vor der Narew an einem Panzergraben hängen. Der Russe konnte unseren Keil wunderbar von allen Seiten eindecken, wovon er auch ausgiebig Gebrauch machte. Am 7. Oktober wurden wir aus dem Sack herausgezogen. Den Folgetag drückte der Russe alles wieder ein, was wir bis dahin so mühsam erkämpft hatten. Im Anschluss begann seine große Gegenoffensive. 19. Oktober bis Ende Dezember 1944. Am 19. Oktober wurden wir in den Einsatz geworfen. Der Russe kämpfte verbissen und drückte unheimlich. Er rieb uns immer mehr auf und wir hatten sehr hohe Verluste. Am 23. Oktober hatte unser ganzes Regiment nur noch eine Grabenstärke von 63 Mann. Oberst Treuhaupt wurde Abschnittskommandeur. Jetzt wurde der Funkverkehr noch schwieriger. Seinen Höhepunkt erreichten die Kämpfe am 24. Oktober. Morgens gegen 10 Uhr kam Leutnant Sanders, unser Nachrichtenoffizier, zu mir und frug mich, ob ich mein Telegramm schon erhalten hätte. Ich verneinte und er sagte mir, dass im Vermittlungsbunker ein Telegramm für mich liegt. Ich lief zum Bunker und las, dass wir zu Hause einen Bombenschaden erlitten haben. Kaum war ich zurück, als Arthur aus dem SPW herausrief, Heinz, der Mittelwellenempfänger funktioniert nicht mehr. Da ich Wagenbegleiter war, war ich für das Gerät verantwortlich. So musste ich raus und stellte fest, dass da eine Sicherung durchschlagen war. Während ich noch dabei war, die Sicherung zu ersetzen, ging draußen ein Höllenkonzert los. Der Russe trommelte aus allen Rohren auf unseren Abschnitt ein. Der Segen dauerte eine halbe Stunde. Wir blieben wie durch ein Wunder verschont. Anschließend flutete unsere Infanterie zurück, während die russischen Schlachtflieger mit ihren Bomben und Raketen schossen und die Szene würdig untermalten. Oberst Treuhaupt wollte nicht glauben, dass vor uns keine Infanterie mehr lag. Erst als die Russen mit »Urä!« ankamen, sah er es ein und wir versuchten uns abzusetzen. Zu allem Überfluss mussten wir jetzt auch noch einen Fernsprechwagen abschleppen, der durch den Artilleriebeschuss auf allen Vieren platt war und außerdem einen völlig durchlöcherten Motor hatte, da er überhaupt keine Panzerung hatte. Wie durch ein Wunder kamen wir aber alle noch heil aus dem Wald heraus, obwohl der Russe wie wild hinter uns herschoss. Uns machte dieser kleinkalibrige Geschosshagel nichts aus, aber den Kameraden in dem ungepanzerten Fernsprechwagen umso mehr. Das zeigte sich leider allzu bald, als der Wagen plötzlich so stark abbremste, dass das Abschleppseil riss. Als wir daraufhin nach dem Wagen sahen, waren alle vier Insassen tot. Da der Russe uns in der Zwischenzeit schon umgangen hatte, blieb uns weiter nichts übrig, als uns einzuigeln. Es waren fast ausschließlich Offiziere bei uns. Wir übergaben ihnen unsere MG mit Munition und was wir sonst noch an Waffen hatten, da sie meistens nur eine Pistole besaßen. Die russischen Schlachtflieger ließen währenddessen eine Unmenge an Bomben bei uns fallen. Alleine unserem Funkgerät ist es zu verdanken, dass wir 20 Mann überhaupt noch herausgekommen sind. Wir gaben an die Division den Spruch auf, Igle mit 20 Mann, westlich Höhe 116, Treuhaupt, Oberst. Außerdem erbaten wir Feuerunterstützung von einer Nebelwerferbrigade. Auf unsere Notrufe hin holten uns in der Abenddämmerung die Panzerjäger mit ihren Sturmgeschützen heraus. Am nächsten Tag flaute der Angriff der Russen ab. Daraufhin wurden wir zum Warka-Brückenkopf an der Weichsel verlegt. Das Panzergrenadierregiment 146, bei dem wir abgestellt waren, kam zunächst nach Stromiecz. 14 Tage später wurden wir dann nach Kielbo bei Jedlinsk verlegt. Dort feierten wir nochmal ein verhältnismäßig schönes Weihnachten mit einem leckeren Essen.
Wir verzehrten sogar das Fahrrad unseres Nachrichtenoffiziers, welches wir gegen 6 Gänse eingetauscht hatten. 1945. Januar 1945. In den ersten beiden Januarwochen standen Übung und Ausbildung auf dem Dienstplan. Dabei ging am 2. Januar bei uns in der Stube beim Unterricht eine Panzerfaust los. Das Flügelstück riss einem Kraftfahrer 3 Finger der linken Hand ab. Die Stubenfenster lagen auf der anderen Straßenseite und die dort entlanggehenden Zivilisten hatten einen gewaltigen Schrecken bekommen. Doch der Schreck war größer als die Wirkung. Bei der darauffolgenden Übung unseres Regiments mit scharfer Munition wurde Oberst Treuhaupt am Bein verletzt. Wir bekamen daraufhin einen Oberstleutnant als neuen Regimentskommandeur. Sein Name ist mir jedoch entfallen. Am 13. Januar kam der Befehl, dass wir um 21 Uhr abmarschbereit sein mussten. Wir ahnten, dass das im Zusammenhang mit der zu erwartenden Großoffensive der Russen stand. Rechts von uns, am Baranow-Brückenkopf, war es schon seit 3 Tagen unruhig. Das Packen war ziemlich umständlich, da wir das Funkgerät ausgebaut und in der Stube aufgestellt hatten. Ebenso hatten wir mittels einer Batterie Licht in das Haus gelegt. Die Polen stauten damals Bauklötze, als wir das alles aus unserem SPW herausholten. Das ganze Dorf lief zusammen, um das elektrische Licht zu sehen. Da jeder seine Handgriffe vorzüglich beherrschte, waren wir trotzdem eine Stunde nach der Ausgabe des Befehls abfahrtbereit. Zunächst fuhren wir zu einem großen Gutshof, man konnte schon fast Schloss sagen. Hier ließ uns unser Truppenführer und Offizier Gretenkort im Stich, indem er sich mit einer leichten Verbrennung am Arm, die von dem Unglück mit der Panzerfaust stammte, krankschreiben ließ. Später erfuhr ich, dass er auf dem Weg in die Heimat noch zur Familie Hausschopp ging und erzählte, dass er beim Angriff der Russen leicht verwundet worden sei und mit dem Lazarettzug dem Chaos entronnen sei. Am nächsten Morgen, den 14. Januar, legte der Russe mit einem wunderbaren Feuerzauber los. Er pflügte die ganze Gegend mit einem Trommelfeuer um. Wir gingen auf dem Friedhof von Stromitz in Bereitstellung. Erst nachmittags, als der Russe schon rechts und links vorbei war, traten wir zum Gegenangriff ran. Wir fuhren ziemlich weit vor. Es wurde schon dunkel, als wir endlich auf eine größere Anzahl russischer Panzer stießen. Zwischendurch hatten wir schon ein paar kleine Geplänkel rechts und links, die aber nicht der Rede wert waren. Unsere Panther und Tiger bildeten einen Igel. Die Nacht war von Leuchtraketen und Leuchtfallschirmen taghell erleuchtet. Das meterlange Mündungsfeuer unserer Panzer und die Einschläge der feindlichen Geschütze ergaben dabei ein schaurig schönes Bild. Der Himmel war blutrot und am Horizont brannten ein paar Dörfer ab. Als der Kampf abflaute, hatten wir nur 2 eigene Verluste, wogegen der Russe eine ganze Reihe von Panzern verloren hatte. Von der Division erhielten wir einen Funkspruch, dass Grodzieks, Bialobserki und Radom in russischer Hand seien. Außerdem brachte ein Melder die Hiobsbotschaft, dass Tromitsch, der Ausgangspunkt unseres Angriffs, dem Russen in die Hände gefallen sei und lichterloh brennen würde. Wir waren also eingeschlossen. Der Kommandeur gab den Befehl, uns schrittweise zurückzuziehen, damit es möglichst wenig auffiele. So ging es bis zum Morgen immer querfeldein nach Nordwesten. Während dieser nächtlichen Fahrt mussten die meisten Panzer aufgrund von Treibstoffmangel gesprengt werden. Es blieben nur noch vereinzelte Panzer übrig, die jedoch in den nächsten Tagen dasselbe Schicksal ereilte. Am Morgen des nächsten Tages waren wir aus der Umklammerung heraus, ohne auf Russen gestoßen zu sein. In der Nähe eines Schlosses, bei Biolabrezik, wo vorher der Divisionsstab gelegen hatte, trafen wir auf die Reste unserer Division. Da der Russe jedoch unheimlich drückte, mussten wir noch weiter zurückweichen. Unser Regimentskommandeur schien dabei nicht an seinem Leben zu hängen. Er wollte aber genau wissen, wie es beim Russen bestellt war. So fuhr er mit uns immer kreuz und quer vor den Rohren der russischen Panzer herum. Mehrmals rauschten ihre Granaten haarscharf an uns vorbei. Unser fahrerisches Landstück vollbrachten wir dann am Nachmittag. Wir fuhren über eine große Wiese schräg zu einem Hügel. Kaum 400 Meter weg von uns stand der Russe mit seinen Stalin-Panzern am Waldrand
und machte von oben herunter Zielschießen auf uns. Wir fuhren so schnell wie nur eben möglich und es ging wieder einmal gut. Dann kamen wir auf eine furchtbare Straße. Sie war auf einem Damm, der auf beiden Seiten von einem Sumpf umgeben war. Die auf der Straße zurückflutenden Fahrzeuge fuhren in drei Reihen. Die russischen Schlachtflieger räumten dazwischen mächtig auf. Wer auf die Seite steuerte und ins Moor geriet, blieb stecken und war rettungslos verloren. Wie durch ein Wunder schafften wir es, die Straße heil hinter uns zu lassen. Doch durch waren wir da noch lange nicht. Es galt noch, einen Fluss zu überqueren. Direkt vor uns wurde ein Sturmgeschütz auf der Brücke von einer russischen Pack getroffen und ging in Flammen auf. Es blieb also kein anderer Weg als über das Eis. Ein paar LKW hatten den Versuch schon gemacht und waren in der Mitte des Flusses eingebrochen und stecken geblieben. Da wir keine Wahl hatten, mussten wir es ebenfalls versuchen. Hier schlug erneut die Stunde unseres Fahrers. Er vollbrachte ein wahres Meisterstück. Als wir schon fast auf der anderen Seite waren, brachen wir hinten ein. Er gab Vollgas und schaffte es, etwas Grund unter die Ketten zu bekommen und den Wagen durchzuziehen. Die meisten anderen Fahrzeuge hatten nicht so viel Glück und blieben stecken. Wenn wir unseren Fahrer nicht gehabt hätten, wäre es uns sehr dreckig gegangen. Man kann schon sagen, dass er so ziemlich der beste Kraftfahrer der Kompanie war. In einem nahegelegenen Dorf sammelten sich dann die Reste der Division. Mittlerweile war auch unsere Funkverbindung abgerissen. Wie wir später erfuhren, war die Division Funkzentrale von russischen Panzern aufgerieben worden. In dem Dorf hatten wir nur ein paar Stunden Aufenthalt, denn lange ließen sie uns keine Ruhe. In der Nacht gab es Alarm und wir mussten schon wieder los, da wir erneut eingekesselt worden waren. In der Morgendämmerung bemerkten wir, dass wir parallel mit einer russischen Panzerkolonne fuhren. Die Russen waren auf einer Landstraße und wir auf einem Feldweg. Sie mussten auch etwas bemerkt haben, denn sie hielten plötzlich an und musterten uns durch die Feldstecher. Wahrscheinlich hielten sie uns glücklicherweise für ihresgleichen, da wir unsere Fahrzeuge genau wie die Russen weiß gestrichen hatten. Auch unsere Winterbekleidung unterschied sich im Aussehen nur wenig von den Russen. Auf einen Kampf durften wir es unter keinen Umständen ankommen lassen. Wir hatten nur noch zwei Sturmgeschütze. Das andere waren alles SPVs und noch leichtere Fahrzeuge. Wir atmeten alle erleichtert auf, als sie endlich weiterfuhren, ohne weiter Notiz von uns zu nehmen. Aber ausgestanden war die Sache noch nicht. Jetzt begann ein Wettrennen. Vor uns floss ein Bach, den wir überqueren mussten. Wenn der Russe vor uns an der Brücke war, saßen wir fest. Wir fuhren so schnell es ging und kürzten querfeldein ab, wo wir konnten, und schafften es so tatsächlich trotz des schlechten Untergrundes vor den Russen über die Brücke. Hinter dem Bach erreichten wir die neue HKL. 500 Meter weiter, an einem Schloss, machte unsere Division, oder besser das, was von ihr übrig war, Halt. Hier empfingen wir 5 Liter Sprit. Das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Außerdem gab es für die ganze 6-köpfige Besatzung ein üppiges Festmahl von einem halben Kommissbrot und eine halbe Büchse Käse. Es war die erste Verpflegung seit dem 14. Januar. Während der kurzen Ruhepause säuberten wir unseren Wagen. Wir hatten die ganze Fahrt über ein paar Schwerverwundete bei uns, die wir nun hier zu einem Verbandsplatz geschafft hatten. Dadurch war der ganze Boden Zentimeter hoch voller Blut. Es sah grauenhaft aus. Am späten Nachmittag des nächsten Tages erreichten wir mit dem letzten Tropfen Sprit Löwenstadt. Dort sammelte sich unsere Nachrichtenabteilung in einer Straße. Wir waren noch 3 Funk-SPVs und 2 Fernsprechwagen. Für alle außer mir blieb die Nacht zum Glück ruhig. Ich verbrachte die Nacht damit, den an unseren Sender abgebrochenen Antennenanschluss durch einen neuen zu ersetzen. Eine Funkmeisterei hatten wir keine mehr. Im Morgengrauen war ich fertig. Gegen 6 Uhr kam die Meldung, dass Löwenstadt eingeschlossen war. Eine Stunde später griff der Russe die Stadt mit Panzern und aufgesessener Infanterie an. Ich war eben in einem Haus, um mich etwas auszuruhen, als durch unsere Straße auch ein solcher Koloss rollte. Die anderen von unserer Besatzung schnappten sich schnell eine Panzerfaust aus dem SPV und verschwanden in den nächsten Häusern. Der T-34 fuhr an unserem Wagen vorbei, ohne auf ihn zu feuern.
Walter und Unteroffizier G. schossen beide mit ihrer Panzerfaust auf den T-34. Die Geschosse flogen jedoch knapp vorbei. Andere waren da treffsicherer und es gelang, den russischen Angriff auf Löwenstadt abzuwehren und alle in die Stadt eingedrungenen Panzer zu zerstören. Unteroffizier G. hatte sich bei dem Abschuss einer Panzerfaust an dem Feuerstrahl den Arm sehr schwer verbrannt. Ich traf ihn in einer Sanitätsstube mehr tot als lebendig wieder. Er stöhnte immer wieder, mein Arm ist ab, mein Arm ist ab. Wir mussten ihn in Löwenstadt zurücklassen, da wir kurz darauf neue Funkunterlagen empfingen und mit den Nachrichtenfahrzeugen einen Durchbruch versuchen sollten. Benzin bekamen wir diesmal genug, sodass der Tank randvoll war. Um Batterien zu sparen, sollte nur der Funktrupp Südhof auf Empfang gehen. Von uns gingen drei Mann als Verstärkung herüber. Ich sollte bei unserem Gerät bleiben. Als ich nach der Befehlsausgabe in unseren Wagen steigen wollte, war das unmöglich. Viele Lanzer hatten die Gelegenheit wahrgenommen, auf unseren SPW zu steigen, um aus dem Kessel herauszufahren. Ich konnte eben noch auf den Wagen vom Südhof springen und mich hinten auf den Rand setzen, als es losging. Wir fuhren auf der Rollbahn Löwenstadt-Litzmannstadt. Die Straße war wie ausgestorben. Es war totenstill. Vom Krieg war nichts zu bemerken. Es war ein schöner, klarer Wintertag. Wir waren schon eine ganze Zeit unterwegs, als uns auf der Straße plötzlich Russen entgegenkamen. Wir machten sofort kehrt, da wir nur Nachrichtenfahrzeuge waren und bei einem Kampf auf jeden Fall den Kürzeren ziehen würden. Da unser Wagen bzw. der Wagen von Südhof vorher das Spitzenfahrzeug gewesen war, machten wir nun den Schluss. Das war unser Verderben. Die russischen Spähwagen nahmen die Verfolgung auf und fuhren schneller als wir, sodass sie uns mehr und mehr einholten. Zunächst schossen sie nur mit einem MG auf uns. Da die Geschosse bedrohlich nahe vorbeipfiffen, ließ ich mich nach hinten in den SPW fallen. Meine Beine hingen allerdings noch über der Bordwand. Von einer MG-Gabe, die dicht über uns wegstrich, bekam ich einen Streifschuss auf der linken Kniescheibe und einen Durchschuss im rechten Oberschenkel. Daraufhin zog ich meine Beine ins Fahrzeug hinein. Wir erwiderten das Feuer mit Pistolen und Karabiner, ohne jedoch einen sichtbaren Erfolg zu erzielen. Dabei kam ich mir vor wie Tom Mix auf seinem Pferd im Kino, nur dass Tom Mix bei jedem Schuss einen Gegner erledigte, was bei uns leider nicht der Fall war. Die Russen kamen bis auf 20 Meter ran und schossen mit Panzerbüchsen zu uns rüber. Wir mussten fast wehrlos zusehen, wie sie unseren Wagen buchstäblich durchlöcherten und aus ihm einen Schweizer Käse machten. Dabei fing es bei uns hinten an der Plane an zu brennen. Zum Glück ging das Feuer bald darauf von alleine wieder aus. Durch den Beschuss der Russen waren fast alle von den in Wagen gefährlichen Lanzern mehr oder weniger schwer verwundet. Ich bekam nach und nach noch zwei Geschosse oder Splitter in den Rücken und noch ein paar in die linke Gesäßhälfte. Ein Geschoss prallte von meinem Stahlhelm ab, was zwar im Stahlhelm eine große Beule, bei mir aber keinen Schaden verursachte. Ein Unteroffizier fand irgendwo noch ein paar Handgranaten und machte daraus eine geballte Ladung zurecht, die wir nach hinten herausfallen ließen. Als die Russen darüber hinwegfuhren, gingen sie hoch. Den ersten Wagen wurden wir dadurch los und der andere gab die Jagd auf uns auf und drehte ab. Bei uns sah es fürchterlich aus. Die Türe hinten war nicht mehr als solche zu erkennen, sie war buchstäblich durchsiebt und große Ecken waren aus ihr herausgeschossen. Neben mir an der Tür als erster saß Robert H. Er hatte eine Unmenge Geschosse und Splitter abbekommen. Nach einer knappen Stunde drückte er mir noch einmal die Hand und verschied. Auf der anderen Seite von mir saß Walter B. Er hatte einen schmerzvollen Unterschenkeldurchschuss, wobei auch eine Ader verletzt worden war. Sein Lebenssaft tropfte langsam weg, sodass er fast daran verblutet wäre. Dann kam Arthur W. Bei ihm konnte man hinten den Pelzmantel und die anderen Kleidungsstücke hochklappen und dann sein rechtes Schulterblatt sehen. Er sah am schlimmsten aus. Die anderen hatten nur leichte Verwundungen davongetragen. Wir fuhren später querfeldein, wo wir bald auf eine SS-Panzergrenadiereinheit stießen. Gott sei Dank, wir waren also durch.
In Litzmannstadt fuhren wir sofort zum Lazarett. Dort lag ich von den anderen getränkt zwischen Massen von Verwundeten im Keller. Ich sprach mehrere Sanitäter an, um verbunden zu werden, doch keiner von ihnen kümmerte sich um mich. Endlich erwischte ich einen vorbeigehenden Arzt. Er befahl mich sofort zum Operationsraum zu bringen. Vorher wurde ich ausgezogen. Als ich soweit war und hinein sollte, wurde einer mit einem Bauchschuss gebracht. Das ging natürlich vor. Während ich also vor der Tür wartete, ging ein Sanitäter mit einem Tablett Butterbrote vorbei. Bei diesem Anblick bekam ich plötzlich einen unmenschlichen Hunger und mir fiel ein, dass ich die letzten 4 Tage fast nichts gegessen hatte. Ich stärkte mich also etwas, worauf mir als nächstes vor Müdigkeit die Augen zufielen, da ich in derselben Zeit auch keine Minute geschlafen hatte. Ich erwachte erst wieder morgens um 3 am 19. Januar. Es sah so merkwürdig leer um mich herum aus. Ich frug einen vorbeigehenden Sanitäter, wann ich operiert werden würde. Er erklärte mir, dass alle Instrumente und Geräte schon verladen seien. Welch ein Schlamassel. Immerhin bekam ich jetzt endlich Notverbände angelegt. Bis dahin hatte ich nämlich überhaupt noch keinen festen Verband bekommen. Als ich mich wieder anziehen wollte, musste ich zu allem Überfluss feststellen, dass meine Wintersachen, während ich schlief, verschwunden waren. Nur das dünne Drillichtzeug, das ich darunter hatte, lag noch dort. Jetzt wurden dauernd Sitzende gesucht, um mit dem Omnibus zum Lazarettzug zu fahren. Nach einigem Zögern entschloss ich mich doch, als Sitzender zu fahren, da kaum Sankars zur Verfügung standen. Die Stadt stand unter starkem Artilleriebeschuss und in dieser Nacht hatte der Russe Litzmannstadt ebenfalls bombardiert. Während unserer Fahrt zum Südbahnhof brannte es an allen Ecken und Enden. Bis zum Bahnhof waren schon russische Panzer vorgedrungen. Sie wurden teilweise abgeschossen und der Rest abgedrängt. Im Lazarettzug konnte ich mich Gott sei Dank widerlegen. Morgens gegen 9 Uhr bombardierte der Russe den Bahnhof. Zum Glück richtete er dabei nur wenig Schaden an. Die Lage spitzte sich jedoch weiter zu. Als dann zu allem Überfluss ein deutscher Sanitäter durch die Wagen ging und nach einem Lokomotivführer suchte, gab ich erstmalig die Hoffnung auf, aus diesem Durcheinander jemals wieder lebend herauszukommen. Meine Erinnerung an die Jugend unter der NS-Herrschaft, den Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Schrieben von Heinrich H. aus Köln, Anfang 1950. Teil 3. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde jedoch tatsächlich eine Lok vorgesetzt und der Zug ruckte an. In diesem Moment sprang eine Unzahl bis an die Zähne bewaffneter Soldaten auf unseren Wagen auf, um mit uns nach Westen zu fahren. Sie gaben an, Begleitpersonal zu sein. Der Zug war noch keine 20 Minuten unterwegs, als er stehen blieb. Das Begleitpersonal verschwand spurlos. Langsam sickerte durch, dass vor uns das Gleis gesprengt war. Alles, was laufen konnte, machte sich daraufhin auf den Weg, um zu Fuß das Weite zu suchen. Ich unternahm auch einen Versuch. Es war aber zwecklos. Der Schmerz schoss sofort in mir hoch und ich war noch nicht ganz aus dem Bett raus, als ich schon zusammenbrach. Einer von den beiden Sannis, die bei uns ausgehalten haben, schafften mich wieder ins Bett zurück. Die Stimmung unter den Zurückgebliebenen war sehr gedrückt. Würde der Russe mit uns kurzen Prozess machen und uns an die Wand stellen oder würden wir mit dem Leben davonkommen? Diese eine große Frage bedrückte alle. Einer wusste es ganz genau. Er erzählte den ganzen Tag, dass wir mit unserem Leben abschließen könnten. Alles fluchte und betete durcheinander. Mehrere weinten und jammerten die ganze Zeit über. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Dies waren die schwersten Stunden und die schwerste Nervenprobe meines Lebens. Es ist furchtbar, wenn man sich nicht helfen kann und untätig seinem ungewissen Schicksal entgegensehen muss.
Ich für meinen Teil war davon überzeugt, dass der Russe uns nach Möglichkeit ausheilen und uns zur Arbeit heranziehen würde. Ich hätte aber doch trotzdem alles hergegeben, um nur aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen. Am 19. Januar gab es pro Mann nochmal 2 Tafeln Schokolade aus dem Bestand des Lazarettzuges. Es war das letzte Gute für lange Jahre. Was nun folgte, war eine lange Zeit der Prüfung und Entbehrung. Hier gab sich jeder so, wie er war, ob nun Direktor, Arbeiter oder Gelehrter. Es zeigte sich, ob man sich beherrschen konnte oder wie ein Tier die ureigenen Instinkte wach werden ließ. Und doch entbehrte sich diese harte Zeit auch manchmal nicht der Komik, die die Männer trotz alledem noch zum Lachen brachten. Es war nicht mehr das fröhliche Lachen wie früher. Dazu hatte ihnen das Leben zu sehr mitgespielt. Es war mehr ein grimmiges Lachen, das so klang, als wenn Stahl gehämmert würde. Diese Männer saßen jetzt hier im Lazarettzug und warteten hilflos auf ihr kommendes Schicksal. Am 19. Januar ereignete sich noch nichts. Erst am kommenden Tag, morgens gegen 9 Uhr, kam einer von der polnischen Miliz und sammelte die Waffen ein, soweit überhaupt noch welche vorhanden waren. 10 Minuten später sahen wir den ersten Russen. Es war ein Kapitän, also Hauptmann. Er öffnete die Tür und trat zu uns herein. Beide Hände hatte er in den Manteltaschen vergraben und die Pistole unter den Arm geklemmt. Sein erstes Wort war Urjest. Wir sahen uns verständnislos an. Russisch verstand keiner von uns. Erst als er uns seinen linken Arm mit mehreren Uhren zeigte, ging uns ein Licht auf. In unserem Waggon hatte er auch Glück, sodass er mehrere Uhren zusammenbekam. Nachdem er die Uhren eingesteckt hatte, verteilte er ein paar Zigaretten und scherzte mit uns. Wir hatten mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Weitere 10 Tage verbrachten wir in dem Lazarettzug. In dieser Zeit wurden wir restlos ausgeplündert. Von Zeit zu Zeit fuhren wir ein Stück und wurden dann den Rest des Tages irgendwo auf einem Abstellgleis abgestellt. Betreuung gab es nicht. Nicht zu essen, nichts zu trinken, keine Medizin. Ein Kamerad, der einen Kopfschuss erlitten hatte, holte ab und zu an einmal Schnee herein, sodass wir wenigstens etwas zu trinken hatten. Den schlimmsten Tag verbrachten wir im Bahnhof von Kutno. Dort kamen Flintenweiber zu uns herein. Sie nahmen uns das Letzte weg, was wir besaßen. Sogar vor den Decken machten sie nicht Halt. Ich riss in letzter Minute noch schnell unbemerkt ein riesiges Loch in meine schlechteste Decke und konnte sie so vorerst behalten. Diese Decke war im Kampf gegen die russische Kälte Gold wert, da wir in den unbeheizten Waggons zumindest nur in Unterwäsche bekleidet lagen und jämmerlich froren. Es kamen auch immer wieder gemeine Strolche, zumeist Polen, zu uns durch. Sie bespuckten uns und schlugen auf uns ein oder auf unsere Verwundungen. Einer von ihnen lief herum und schlug der Reihe nach jedem mit einem Holzhammer auf den Kopf. Ein anderer, 12- oder 13-jähriger Lümmel, schoss mit einer Pistole mehreren Kameraden ins Geschlechtsteil. Was wir zur damaligen Zeit nicht wussten, war, dass zu diesem Zeitpunkt die ersten Konzentrationslager von russischen Truppen befreit worden waren. Die Bevölkerung ließ ihre Wut über die Zustände dort an uns aus. Die meisten von uns, ich gehöre dazu, wussten nicht, was dort geschehen war. Dass Juden und andere der nationalsozialistischen Missliebigen dort zusammengetrieben worden waren, war bekannt und wurde überwiegend als unmenschlich und abscheulich verurteilt. Dass dort systematisch gemordet wurde, wussten jedoch nur wenige und die schwiegen darüber. Als wir im Gefangenenlager später die Wahrheit erfuhren, habe ich mich geschämt, ein Deutscher zu sein. In den folgenden Tagen wurden alle Polen und Hiwis, die die Milizen zwischen uns im Zug entdeckten, an die Wand gestellt und erschossen. Während der 10 Tage, die wir noch im Lazarettzug verbrachten, starben ungefähr die Hälfte der Verwundeten. Von den Umständen ihres Todes werden die Angehörigen niemals etwas erfahren haben. Genauso wenig von denjenigen, die noch in den kommenden Wochen und Monaten gestorben sind. Die ersten Tage legten wir die Leichen einfach neben das Gleis. Am 5. oder 6. Tag bekamen wir russisches Zugbegleitpersonal, welches uns verbot, die Toten einfach liegen zu lassen. So mussten wir sie auf
den Plattformen über den Puffern unserer Waggons aufstapeln. Es war nur gut für uns, dass zu dieser Zeit eine grimmige Kälte herrschte. So gefroren die Leichen wenigstens sofort und der Verwesungsgeruch belästigte uns nicht auch noch. Über die ganze Zeit im Zug hatte ich hohes Fieber und meine Verletzungen entzündeten sich. Es gab keine Medikamente, um das Fieber zu dämpfen oder die Verletzung richtig zu verbinden. Am 29. Januar erreichten wir abends Sienice, um am nächsten Morgen in ein Lazarett überführt zu werden. Dabei schmissen sie uns mit Schwung einfach kreuz und quer auf ein ZIS, also ein russischer LKW, und fuhren uns weg. Mitnehmen durften wir nichts. Keine Decke, kein Laken, überhaupt nichts. Nur das, was wir am Leibe trugen, und das war sehr wenig. Die CIS fuhren uns zu einem ehemaligen Schulgebäude, wo wir zunächst einmal gründlich gefilzt wurden. Mir gelang es trotzdem, die zerrissene Decke, eine Kombizange und eine Schere durchzuschmuggeln. Es waren die einzigen Werkzeuge, die wir in den ersten Monaten zur Verfügung hatten. Zunächst schmissen sie uns mit 95 Mann in einen Schulsaal auf den verdreckten blanken Boden. Die Fensterscheiben waren fast restlos zertrümmert und Brennmaterial, um die Öfen zu heizen, war keins vorhanden. Großzügigerweise bekam jeder von uns einen Papiersack. Der sollte als Schlafsack dienen. Die ersten 3 Tage gab es offiziell noch keine Verpflegung. Genauso, wie es sie auch während der 10 Tage im Lazarettzug nicht gegeben hatte. Doch am 2. Tag brachten uns katholische Ordensschwestern, die gegenüber der Schule ein Krankenhaus betreuten, einige Eimer Graupensuppe. Es war das erste Essen nach 14 Tagen. Da wir kein Geschirr hatten, säuberten wir Konservendosen, die wir als Essgeschirr benutzten. Am 3. Tag im Lazarett gab es dann endlich die erste offizielle Verpflegung. Für den ganzen Saal 3 Büchsen Schweinefleisch, für jeden 600 Gramm Brot, 5 Gramm Machorka, also Tabak, und 17 Gramm Zucker. Die Hälfte von meinem Brot gab ich für eine Flasche Wasser weg. 3 Tage später ging ich erstmalig aus dem Schulsaal heraus, wobei gehen nicht der richtige Ausdruck ist. Vielmehr kroch ich auf allen Vieren zum Abort. Dort begegnete ich Walter B. Er erzählte mir, dass Arthur W. auch dort sei. Sie zogen daraufhin beide zu mir in den Saal. Zu dritt ließ sich alles viel leichter ertragen. Eine gute Kameradschaft ist mehr wert als alles Geld der Welt. Das habe ich während der Zeit in Gefangenschaft oft genug erfahren. Jede Nacht starben aus unserem Saal ungefähr 5 bis 8 Mann. Unser Obersanitäter, ein Deutsch-Jugoslawe, der uns alle lieber tot als lebendig gesehen hätte, weckte uns jeden Morgen mit den Worten: Alles aufstehen, wie viele Tote sind heute da? Ein paar Jahre später hat er aber seine verdiente Strafe bekommen. Er hat sich selber das Genick gebrochen. Nach einer Woche hatten sie uns so von 95 Mann auf 45 Mann reduziert. Die meisten starben dabei aufgrund von Blutvergiftung und nicht vorhandener medizinischer Versorgung. Dadurch hatten wir jetzt wenigstens genug Platz zum Liegen. Mit der Zeit fingen die Zustände an, sich zu bessern. Es wurden neue Fensterscheiben eingesetzt und die Öfen wurden geheizt. Nach der ersten Woche begann die ärztliche Betreuung. Der russische Chefarzt ging zu jedem Verwundeten und begutachtete die Verletzungen. Die Schwerstverwundeten wurden von ihm bezeichnet und erhielten im Anschluss eine Spritze, die sie ins Jenseits beförderte. Neben mir lag ein Kamerad mit einer Bauchverletzung. Er erhielt ebenfalls eine Spritze und wurde weggeschafft. Nach einiger Zeit kam er auf Händen und Knien zurückgekrochen. Er jammerte und flehte: Ich will nicht sterben! Daraufhin bekam er eine 2. Spritze. Diesmal kam er nicht zurück. Die übrig gebliebenen Schwerverwundeten wurden dann alle 2 und die Leichtverwundeten alle 5 Tage frisch verbunden. Splitter wurden allerdings keine entfernt. Deshalb behielt ich meine auch noch etwas länger. Ein Kamerad lief wochenlang mit einem abgebundenen Arm herum. Er konnte nicht operiert werden, da keine Operationsgeräte vorhanden waren. Als die Geräte endlich eintrafen, gab es aber immer noch keine Betäubungsmittel. Er bekam bei klarem Verstand 2-mal den Arm abgesägt. Zunächst den Unterarm und einen Tag später den Oberarm. In der Nacht darauf verstarb er an Gasbrand.
Eines Tages unternahmen drei Leichtverwundete einen Fluchtversuch. Unser Wachpersonal, also die polnische Miliz, verfolgte die Männer mit Spürhunden. Zwei der Männer wurden direkt auf der Flucht erschossen. Den dritten brachten sie zu uns zurück und erschossen ihn vor unseren Augen auf dem Schulhof. Dies sollte der Abschreckung dienen. Ende Februar, Anfang März 1945. Ende Februar mussten wir die Schule räumen. Wir marschierten zu der 2 Kilometer entfernt liegenden ehemaligen Armeewaffenschule. Niemand hatte dabei Fußbekleidung. Ich besaß Gott sei Dank noch mein Laken, welches ich aus dem Lazarettzug herausgeschmuggelt hatte. Dieses teilte ich in 2 Hälften und wickelte es um meine Füße. Laufen konnte ich glücklicherweise inzwischen wieder ganz gut. In der Armeewaffenschule bekamen wir fast täglich Zuzug, hauptsächlich aus Litzmannstadt. In den ersten Tagen mussten wir uns gegenseitig die Haare abschneiden. Das war ein Anblick. Alle hatten wunderbare Stufenschnitte. Es war zum Heulen. Mitte März 1945. Mitte März wurden wir dann in einen Güterzug verladen. Unterwegs mussten wir noch auf Breitspur umsteigen, da die russischen Gleise bis an die Weichsel gingen. Unser Ziel war Brest-Litowsk, das wir am 21. März auf Frühlingsanfang erreichten. Diejenigen von uns, die laufen konnten, marschierten zu Fuß los. Auf der Pukchirskaja, der Hauptverkehrsstraße von Brest, wurden diese Kameraden von einem Filmberichter gefilmt. Das müssen schöne Aufnahmen geworden sein. Alle hatten sich wochenlang nicht mehr rasiert und Fußbekleidung hatte auch niemand. Die einen liefen in Lazarettanzügen, die anderen in Hemd und Unterhose, wieder andere in Zivil. Viele hatten auch einen Arm in der Binde oder gingen an Stöcken. Ich bin mir sicher, dass der Filmberichter für diese Schnappschüsse einen Stalinpreis bekommen hat. Da ich als Hilfssanitäter in einem Waggon eingeteilt war, brauchte ich zum Glück nicht zu laufen und mir blieb die Schmach erspart. So fuhr ich mit den Schwerverwundeten zusammen im Omnibus zum Mongolen-Lazarett. Es hatte seinen Namen von dem Kommandanten, der ein Mongole war. Hier blieb ich nur eine Woche. Dann wurde ich von Walter und Arthur getrennt und kam ins Blaue Lazarett, welches ein Genesungslazarett sein sollte. Wir kampierten dort in großen, zerfetzten Zelten. Unsere Genesung bestand darin, dass wir arbeiten mussten. Vorzugsweise verluden wir Geschütze. Eines schönen Tages erlaubten sich die Russen einen besonderen Witz mit uns. Es wurden dicke Bohlen gebraucht. Da unsere Pritschen aus solchen bestanden, war es am naheliegendsten, diese bei uns zu holen. Großzügigerweise nahmen sie uns unserem Schlafplatz nicht ganz weg, sondern entfernten nur jedes zweite Brett. So hatten wir nur noch 4 Bretter, eines am Kopf, eines an den Füßen und 2 dazwischen verteilt. An Schlafen war so nicht zu denken. Auf dem Boden konnte man nicht liegen, da dort mehrere Zentimeter hoch das Wasser stand und man über Steine balancieren musste, um zu seinem Schlafplatz zu gelangen. Meine Bettwäsche bestand dabei aus dem Papiersack von Schernitzwice, der inzwischen aufgerissen war und nur noch als Unterlage verwendet werden konnte. Zugedeckt habe ich mich mit meinem Drillichrock. Sonst hatte ich nichts mehr. Kein Mantel, keine Decke, überhaupt nichts außer meinem Drillichrock, einer Unterhose, einem abgetragenen russischen Hemd, einer abgetragenen russischen Hose und ein paar Holzschuhe, die ich inzwischen empfangen hatte. Obwohl meine Wunden noch lange nicht verheilt waren, meldete ich mich bei der nächsten Kommissionierung, das heißt Gesundheitsprüfung, gesund, um aus dieser Hölle wegzukommen. Doch ich kam vom Regen in die Traufe. April bis Mai 1945. Am 28. April kam ich im Moskauer Lager an. Den Namen hatte es, weil es an der Moskauer Straße in Brest-Litowsk lag. Die Gefangenenlager waren im Prinzip alle gleich. Es gab einen mit Stacheldraht eingefassten inneren Bereich, in dem die Kriegsgefangenen untergebracht waren. In einem ebenfalls von Stacheldraht umgebenen äußeren Bereich befand sich die Garnison, also das Wachpersonal, und Werkstätten, in denen Gefangene arbeiteten. Neben dieser kleinen privilegierten Gruppe Handwerker
wurde das Gros der Gefangenen außerhalb zur Arbeit eingesetzt. Unsere Arbeitsstelle war der Bahnhof von Brest-Litowsk. Alle Güter mussten hier von Normalspur auf russische Spur oder umgekehrt verladen werden. In der Hauptsache wurde Kohle umgeladen. So ging ich ab dem 1. Mai auf Kohlekommando. Es war eine furchtbare Arbeit. Vom Lager zum Bahnhof marschierten wir in Blocks von je 500 Gefangenen. Auf beiden Seiten gingen russische Wachposten. Ein Verlassen der Kolonne war verboten. In der Mitte des Marschblocks blieb immer eine Gasse frei für die, die an Durchfall erkrankten. Diese liefen, die Hose mit der Hand haltend, durch die Gasse nach vorn und verrichteten dort ihr Bedürfnis. Inzwischen waren die Letzten aus der Kolonne herangekommen. Die Hose wurde hochgezogen und das Laufen nach vorne begann von neuem. Auch die Arbeit an sich war furchtbar. Dauernd waren Russen mit Stahlruten und Reitpeitschen hinter uns, um uns anzutreiben. Diese sehr schwere Arbeit bei miserabler Verpflegung schwächte uns sehr. Die Verpflegung war während der ganzen Zeit der Gefangenschaft gleich. Morgens gab es eine Konservendose Wassersuppe und eine Scheibe Brot. Mittags gab es wieder eine Konservendose Wassersuppe und einen Esslöffel Kascha. Kascha war ein Brei, entweder aus Kartoffeln, Hirse oder aus Mehl. Abends gab es wieder eine Konservendose Wassersuppe und eine Scheibe Brot. Dies führte dazu, dass wir völlig entkräftet waren. Als wäre das und die Russen nicht schon schlimm genug gewesen, hatten wir einen deutschen Lagerkommandanten, Preller aus Leipzig, der mit seinen Unterführern am schlimmsten antrieb. Juli 1945. So kam es, wie es kommen musste. Anfang Juli war ich erledigt. Ich wog noch 46 Kilo bei 1,78 Meter Körpergröße und kam mit Enteritis, also Durchfall, und Dystrophie, also Abmagerung, ins Lazarett im Hauptlager. Diese Zeit prägte sich bei mir tief ein, wodurch ich meine Haupterinnerungen an meine 5 Jahre dauernde Gefangenschaft heute mit Hunger, Kälte, Heimweh und schwerster körperlicher Knochenarbeit zusammenfassen würde. Hinzu kommen die Erinnerungen an die alle 4 Wochen stattfindenden Kommissionierungen. Kommissionierung heißt dabei Überprüfung der Arbeitsfähigkeit. Es war immer das gleiche Ritual. Zunächst war Waschen angesagt, anschließend wurden sämtliche Haare entfernt. Man stand dabei in Reihe und Glied vor der Friseurstube und seifte sich ein. Die wenigen vorhandenen Rasierpinsel gingen von Hand zu Hand. Die Prozedur begünstigte die Ansteckungsgefahr von Hauterkrankungen wie beispielsweise die Bartflechte. Behandelt wurde diese Hautkrankheit mit einer grünen Tinktur. Man lief dann wochenlang unrasiert mit dieser grünen Farbe im Gesicht herum. Das Rasieren der Körperbehaarung war unangenehm und schmerzhaft, besonders in den Achselhöhlen und am Geschlechtsteil. Die Friseure behandeln uns mit Rasiermessern. Und das meist ruppig und wenig gefühlvoll. Nachdem die Prozedur überstanden war, trat man einzeln vor eine russische Ärztekommission. Man wurde in Arbeitsgruppen eingeteilt. Gruppe 1 musste 100% Arbeitszoll erfüllen, Gruppe 2 80% und Gruppe 3 60%. Wer gesundheitlich noch schlechter gestellt war, brauchte nicht zu arbeiten. Unangenehm waren die Zählappelle. Jeden Morgen und jeden Abend mussten wir auf dem Lagerplatz antreten und diese Prozedur über uns ergehen lassen. Es dauerte meistens eine gute Stunde, da das Zählen auf Anhieb nie klappte. Am 18. Juli, also genau ein halbes Jahr nach meiner Verwundung, operierte mir ein deutscher Lagerarzt einige Granatsplitter aus dem Gesäß heraus. Diese Operation wurde ohne Betäubung durchgeführt. Jetzt heilte die Wunde endlich zu. Die nächsten Monate wanderte ich immer zwischen dem Moskauer Lager und dem Hauptlager hin und her. August 1945. Im August traf ich im Hauptlager Walter B. und Arthur W. wieder. Die Freude war natürlich sehr groß, aber nur von kurzer Dauer. November 1945. Am 1. November war ich im Moskauer Lager und hatte keine Lust zur Arbeit zu gehen. So ging ich zum Arzt und erklärte, dass mich ein Splitter im Gesäß beim Laufen hindere. Der Arzt bestellte mich am nächsten Tag zur Operation und schrieb mich krank. Am nächsten Tag war jedoch der Apparat, worin die Geräte sterilisiert werden, nicht in Ordnung
und so bestellte er mich für den Folgetag erneut ein. Aber auch am darauffolgenden Tag war dasselbe los. Am 3. November klappte es endlich mit meiner Operation. Er entfernte mir den Splitter, diesmal unter örtlicher Betäubung, und schrieb mich noch für weitere 3 Tage krank. Am Nachmittag des gleichen Tages war Heimfahrerkommissionierung. Ich war bei den Glücklichen und kam weg zum Hauptlager. Dort fuhr der Transport ohne mich ab, da ich als noch zu fett befunden wurde. Dezember 1945. Bis zum 10. Dezember hielt ich dann die Stellung in der OK. Dann wurde ich mit Ruhe ins Hospital eingeliefert. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag wurde das Lager aufgelöst und das Hospital blieb zurück. Am heiligen Abend nahm ich für mehrere Jahre Abschied von Walter und Arthur. Sie wurden abgestellt, während ich zurückblieb. 1946. Januar 46. Vom 3. bis 23. Januar 46 war ich wieder in der OK. Ich hatte es erstmalig etwas besser in Bezug auf die Verpflegung. Bei der darauffolgenden Untersuchung wurde ich in die Arbeitsgruppe 3 eingeteilt und kam zum Mai-Lager. 10 Tage später sollte ich wieder heimfahren. So kam ich erneut zurück ins Hauptlager und stand von abends 23 Uhr bis morgens um 4 Uhr in der grimmigen Februarkälte vor der Entlausungsstation. Erst nachdem wir entlaust waren, durften wir die Baracken betreten. Mit der Heimfahrt wurde es jedoch wieder nichts. Februar 1946. Am 10. Februar sollte ich mit der OK zum Judenfriedhof gehen, um Grabsteine zu holen, womit der Appellplatz im Lager gepflastert werden sollte. Vor dem Tore ließ ich mich zusammenfallen, da ich keine Lust dazu hatte. Man schaffte mich zur Ambulanz. Zu meinem größten Erstaunen hatte ich 39,2 Grad Temperatur. So zog ich mit einer fieberhaften Enteritis ins Lazarett ein. Dort hielt ich mich einen Monat auf. März bis Mai 46. Im April 46 war ich schon 1 Jahr und 3 Monate in russischer Kriegsgefangenschaft. Wir wurden jetzt erstmalig registriert. Von denen, die vor diesem Termin verstorben sind, und es waren sehr, sehr viele, wird niemals jemand etwas erfahren. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch erstmalig nach Hause schreiben. Bis Mai arbeitete ich dann in der Küche. Am Freitag vor Pfingsten wurde ich in die Gegend von Malorita auf Waldkommando abgestellt. Es war mein erstes annehmbares Kommando in der Gefangenschaft. Da wir nur 12 Mann waren, entfielen die lästigen Zählappelle morgens und abends. Wir mussten Bäume fällen, die Arbeit war schwer, aber im Gegensatz zu den bisherigen Einsätzen angenehm. Wir lebten dabei hauptsächlich von Schwarzarbeit bei den Bauern und von nächtlichen Streifzügen. Mein ganzer Besitz zu dieser Zeit war eine Konservendose, die ich als Essgeschirr benutzte, und ein eiserner Löffel. November 46. Am 21. November, nach fast 2 Jahren Kriegsgefangenschaft, erhielt ich die erste Post von zu Hause. Unsere Familie war zwar in Köln ausgebombt, aber alle hatten den Krieg lebend überstanden. Mein Zwillingsbruder war schon seit März 46 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück. Dezember 46. Bei der Arbeit im Wald erlitt ich Erfrierung an den Füßen. Da das Wetter im Dezember immer schlechter wurde, meldete ich mich krank. Am heiligen Abend wurde ich zurück ins Gefangenenlazarett im Hauptlager in Brest-Litowsk verbracht. Der Transport erfolgte auf einem Lastkraftwagen. Ich saß oben auf der offenen Ladefläche auf dem geladenen Holz. Vor der Abfahrt schnitt ich mir mit viel Mühe mit einem Löffel ein winziges Tannenbäumchen ab, um es mit ins Lazarett zu nehmen. Auf der 100 Kilometer langen Fahrt fuhr ich trotz Wetterjacke erbärmlich. Am Lagertor nahm mir das russische Wachpersonal dann mein Tannenbäumchen weg. Doch es gab auch etwas Erfreuliches. Im Lager warteten 2 Karten von zu Hause auf mich. Nach 8 Monaten hatte ich jetzt erstmalig die Gelegenheit, nach Hause zu schreiben. Außerdem empfing ich eine Wolldecke und einen Strohsack. Das waren Sachen, die ich mir schon längst abgewöhnt hatte und ich kaum noch wusste, dass es sie überhaupt gab. Generell wurde das Leben im Gefangenenlager allmählich erträglicher. Wir schliefen nicht mehr auf dem Boden, sondern auf Holzpritschen,
die wir mit den Strohsäcken polstern konnten. Es gab sogar Bettwäsche. Am ersten Weihnachtstag musste ich dann raus zur Arbeit auf Pogus Contora, also Umladearbeiten, zur Munition umladen. Das war eine vortreffliche Weihnachtsbeschäftigung. Leider wurde mir im Laufe des Tages mein Tagebuch und mein russisches Kochgeschirr gestohlen. Am zweiten Feiertag war es schon besser. Wir kamen an Zucker- und Damenkleider. Das waren sehr begehrte Artikel. In den nächsten Tagen ging es dieser Art weiter. Hauptsächlich gab es Zucker, Tabak und alle paar Tage einmal Kohle umladen. Unglücklicherweise wurde mit der Zeit meine Erfrierung, die ich mir noch auf dem Waldkommando zugezogen hatte, immer schlimmer. Da es doch jeden Tag Zucker auf dem Bahnhof abzugreifen gab, ging ich so lange zur Arbeit raus, bis es tatsächlich nicht mehr ging. Meine Erinnerung an die Jugend unter der NS-Herrschaft, den Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Geschrieben von Heinrich H. aus Köln, Anfang 1950. 1947. Januar 47. Am 16. Januar kam ich mit Erfrierung dritten Grades am linken Fuß ins Lazarett. Man wollte mir daraufhin noch Selbstverstümmelung an den Hals hängen. Diesen Vorwurf konnte ich jedoch noch abwälzen. Mein großer Zeh sollte eigentlich abgenommen werden. Es ging zum Glück jedoch auch ohne Amputation ganz gut. März 1947. Ende März musste ich wieder raus zur Arbeit. Dies bedeutete wieder genug Zucker zum Essen, jedoch auch Angst, bei den ewigen Filzereien nach geschmuggeltem Zucker erwischt zu werden. Obwohl ich ein paar Mal auffiel, schaffte ich es trotzdem immer, mich durchzuschlängeln, ohne dass es eine Meldung gab. So eine Meldung war zu dieser Zeit sehr verhängnisvoll, da gerade das Gesetz zum Schutz des Eigentums herausgekommen war. Für eine Tasche voll Zucker wurden Kriegsgefangene zu langjähriger Zwangsarbeit verurteilt. Während der Zeit des Umladekommandos erreichte ich das für die damalige Zeit außergewöhnliche hohe Gewicht von 72 Kilogramm. Ich hätte noch schwerer sein können, wenn ich nicht dauernd Angst vor Entdeckung beim Schmuggeln des Zuckers gestanden hätte. Ende Juli nahm dieser Segen dann ein jähes Ende. August 1947. Anfang August wurden wir nach Minsk abgestellt. Wir fuhren die Strecke Brest bis Minsk mit LKWs in nicht ganz zwei Tagen. In Minsk kam ich zunächst zum Lager 18, wo die eben erst nachgewachsenen Haare wieder abgeschnitten wurden. Nach 14 Tagen wurde im Lager 18 ein Heimkehrerlager für Österreicher eingerichtet. So wurden wir ins Lager 12 verbracht. Dort waren die Lebensbedingungen wieder etwas besser als im Lager 18, aber die Wanzen machten uns das Leben schwer. Ich arbeitete beim Aufbau einer Parteischule auf der Karl-Marx-Straße. Alles in allem war die Zeit in Minsk jedoch ein erneuter Tiefpunkt für mich. Insbesondere das Essen war wieder hundsmiserabel. September 1947. Ende September wurden wir in einen Transportzug verladen und kamen nach fünftägiger Fahrt in Jenakiewo bei Gorlovka im Donaubecken an. Morgens gab es im Zug noch pro Kopf 6 Pellkartoffeln Marschverpflegung. Gegen 11 Uhr marschierten wir in Richtung unseres zukünftigen Lagers los. Dort angekommen standen wir von mittags 13 bis nachts um 23 Uhr vor dem Lagertor, bis wir endlich Einzug in die stark verwanzten Häuserblocks erhielten. In den Stuben war es erbärmlich kalt, da die meisten Scheiben zertrümmert waren. Das Lager stand schon eine ganze Zeit leer. Unsere Vorgänger sind wohl Ungarn gewesen. Wir sollten im nahegelegenen Kohlebergwerk eingesetzt werden. Da kaum einer von uns Erfahrung im Bergbau hatte, geschweige denn ein Schacht von unten kannte, bekamen wir vom zweiten Tag an Unterricht über Kohleschächte. Oktober 1947.
Ich wurde auf meinen eigenen Wunsch hin als Kohlebauer im Flöz eingesetzt. Am 9. Oktober stiegen wir erstmalig ein. Fahren konnte man nicht sagen, da wir jeden Tag 120 Meter die Leiter hinunter und wieder hinauf mussten. Zunächst war für uns alles fremd und ungewohnt. Vom Förderschacht aus waren es noch gut 2,5 Kilometer durch Stollen bis zum Einsatzplatz zu laufen. Als wir am ersten Tage auf der Förderstrecke vor Ort ankamen, machten wir zunächst eine Pause. Wir sahen uns einmal näher um. Über unseren Köpfen waren an der Decke des Stollens im Abstand von ca. 5 Metern kleine Rutschen angebracht, deren Zweck wir uns zunächst nicht erklären konnten. Der Stollen war meistens so niedrig, dass wir gebückt laufen mussten. Auf dem Boden verlief ein Kleinbahngleis, das bis zur Hälfte der Schienen vom Wasser umspült wurde. Jeder dritte Stempel war geknickt und es knisterte und knackte fortwährend, was auf uns einen beängstigenden Eindruck machte. Dazu kam noch die feuchte, muffige Luft, die uns umgab. Hier in diesem seit 3 Monaten stillliegenden, verwahrlosten Schacht sollten wir also arbeiten. Als der Russe, der uns begleitete, uns anwies, in die letzte Rutsche zu steigen, sahen wir uns alle erstaunt an. Was soll denn da oben sein? Es hatte niemand richtig Lust, aber rein mussten wir trotzdem. Ich war ungefähr der 10., der einstieg und hatte nicht übel Lust, wieder umzukehren. Die Petroleumlampe behinderte mich, der Helm rutschte mir auf die Augen und überall blieb ich hängen. Kurz gesagt, es war beklemmend und furchtbar. Zunächst ging es durch einen engen Kamin hoch. Rechts und links war Kohle in einer Stärke von ca. 35 cm. Nach 10 Metern Steigung stießen wir mit dem Kopf gegen die Kohle. Wir merken jetzt langsam, dass wir uns in einem Flöz befanden, der 35 cm stark war und auf dem Kopf also senkrecht stand. Die Stempel standen waagerecht, einer über dem anderen und eine Reihe hinter der anderen, so ähnlich wie bei einer schwedischen Leiter, die Sprossen. Wir schlängelten uns also im Zickzack Kurs hoch und bekamen allmählich ein Bild von den Mühen und Anstrengungen, die uns in den nächsten Zeiten erwarteten. Als wir um die erste Ecke der Kohle herumkamen, der Russe sagte, es wäre die erste Stufe, was wir zunächst nicht verstanden, bestaunten wir andächtig den ersten Presslufthammer. So wurde also die Kohle gehauen. Wir kamen auch allmählich hinter das System. Die Kohle wurde stufenförmig abgebaut, sodass die erste Stufe am weitesten vorgetrieben war. Auf jeder Stufe arbeitete ein Kohlenbauer. Die Kohle von der Stufe über ihm fiel also hinter ihm herunter. Zwischen der Strecke und dem Flöz blieb ein 6 Meter hohes Stück Kohle stehen, wodurch alle 5 Meter Kamine durchgeschlagen wurden, unter denen die schon erwähnten Rutschen angebracht waren. Von hier aus wurde die Kohle in die Loren weitergeleitet, die ein kleiner elektrischer Triebwagen dann weiterschob. Die ersten Tage brauchten wir nur ein paar Stempel und Bretter von Mann zu Mann hochzureichen, welches uns der letzte auf der Strecke zurückgebliebene hochreichte. Das war aber auch genug. Vollkommen von Schachtwasser und Schweiß durchnässt, kamen wir wieder auf der Strecke an. Die meisten unserer Lampen waren inzwischen erloschen, da diese auch nur beim geringsten Anstoßen sofort ausgingen. Dies war darauf zurückzuführen, dass nur minderwertiger Brennstoff verwendet wurde. Jetzt ging es noch 2,5 Kilometer zurück und dann wieder 120 Meter die Leiter hoch. Für heute war ich restlos erledigt. Mit der Zeit wurden die an uns gestellten Anforderungen immer umfangreicher. Wir mussten nun selber mit dem Presslufthammer Kohle hauen und anschließend verzimmern. Mit dem Beil konnten wir in der Enge kaum arbeiten. Ebenso hielt es sich mit dem Presslufthammer. Die ersten Monate hatte ich dauernd die Fingernägel blau und die Hände aufgeschlagen. Man gewöhnte sich aber mit der Zeit an die Arbeit und wenn ich ehrlich sein soll, machte es mir auch einigen Spaß. Wenn ich so sah, sich der Hammer in die Kohle hineinfraß oder wenn sich beim Verzimmern Stempel über Stempel fügte, so hatte ich meine Freude daran. Mit der Zeit hatte ich beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Die Arbeit im Schacht hatte auch Vorteile für uns. Die Verpflegung für Untertagearbeiter war besser und man brauchte im Winter nicht im Freien zu arbeiten. 1948. Mai 48. Der Schacht barg aber auch mancherlei Gefahren in sich.
Es verging keine Woche, wo nicht irgendwo etwas zusammenbrach. Mehrmals geriet auch ich in eine missliche Lage. Öfters warteten wir stundenlang, in Einzelfällen auch tagelang, bis die Trümmer beseitigt waren und wir wieder heraus konnten. Ich hatte aber immer Glück. Mehr als ein paar Schrammen trug ich nie davon. Das größte Unglück, das sich in unserem Schacht zutrug, ereignete sich am 9. Mai 1948. Das Flöz im Block 10, ein zu unserem Flöz parallel laufender Kohlestreifen, stürzte an diesem Tage zusammen und schloss 5 Mann von uns ein. Gott sei Dank hielt die Strecke stand. Schon wenige Stunden nach dem Unglück wurde ein Kamin von unten herum durch die Kohle auf die Eingeschlossenen zugetrieben. Sie gaben von innen dauernd Klopfzeichen. Am zweiten Tage waren die ersten 4 heraus. Sie saßen eng zusammengedreckt in der oberen Ecke der 2. Stufe. Der 5. saß auf der 5. Stufe. Er gab auch Klopfzeichen. Der Kamin wurde weiter zu ihm hochgetrieben. Am 4. Tag wurde er herausgeholt. Er sah durch die ausgestandene Angst und den Nahrungsmangel sehr schlecht aus. Alle 5 hatten unheimliches Glück gehabt. Überhaupt war während der ganzen Zeit im Schacht kein einziger Toter in unseren Reihen zu beklagen. Knochenbrüche und Quetschungen waren jedoch an der Tagesordnung. Vor allen Dingen musste man im Schacht Augen und Ohren offen halten. In den meisten Fällen war es vorher gut zu merken, wenn etwas geschieht. Viele Kameraden waren zu leichtsinnig oder auch zu abgestumpft diesen natürlichen Warnungen gegenüber. Einmal hörte ich während meiner Arbeit von der Stufe über mir Hilferufe. Ich eilte sofort hinauf und sah die Bescherung. Ein Kamerad hatte ungeachtet der schlechten Decke 4 Meter hintereinander herausgehauen, ohne zu verzimmern. Die Decke war in einer Stärke von 14 Zentimetern herausgebrochen und drückte ihn auf die Kohle. Dabei verklemmte sich sein rechtes Bein an einem Stempel, wobei es zerbrach. Zunächst schlug ich den Stempel raus, dann räumte ich mit der Hilfe des Kameraden, der auf der Stufe darüber arbeitete, den Schutt über dem Verunglückten weg. Doch jetzt kam mit dem Abtransport das Schlimmste und Schwerste. Wir schienten noch sein Bein und dann ging es unter Ächzen und Stöhnen runter zur Strecke. Einer von uns rutschte vor und einer hinterher. Von der Strecke aus wurde in eine Lore zum Förderschacht gefahren, um mit dem Kohleförderkorb nach oben befördert zu werden. Erst hier kam er in sanitäre Betreuung. Einmal erwischte es auch mich und ich musste um Hilfe rufen. Ich arbeitete auf der 9. Stufe, welche allgemein als gefährlich bekannt war. Außerdem lief längs mit der Stufe ein Steinsprung. Ich war gerade dabei, unter dem Steinsprung die Kohle wegzuhauen. Dabei war es sehr eng, kaum 20 cm, sodass ich nur mit der Hand hauen konnte. Die Kante der Klippe ging mir gerade vor der Brust her. Mich beseelte nur ein Gedanke, schnell mit Hauen fertig werden und um die Ecke möglichst bald abstempeln. Ich hatte im Gefühl, dass hier etwas nicht ganz geheuer war. Plötzlich bemerkte ich, wie sich der Stein vor mir bewegte und mir drohte, die Brust einzudrücken. Durch die Enge kam ich nicht schnell genug weg. Jetzt rief ich laut um Hilfe. Es konnte aber niemand zu mir heraufkommen, um mir zu helfen. Gott sei Dank war es unter mir ziemlich breit, sodass der Brocken sich allmählich nach unten bewegte. Als er an mir vorbei war, rauschte er mit Getöse ab und riss dabei sämtliche Stempel mit sich. Ich hatte wieder einmal Glück gehabt. Ein andermal stieg ich mit noch einem Kameraden nach oben aus dem Flöz heraus. Er stieg vor und ich nach. Auf einmal bemerkte ich, wie sich um mich herum die Stempel langsam zur Seite neigten und die Spalte, in der ich war, immer enger wurde. Schnelltens und mit aller Vorsicht ließ ich mich nach unten wegrutschen und drückte mich auf die Seite. Ich war eben weg, als die Decke mit lautem Getöse herunterbrach. Es kam oft vor, dass ein Stück Strecke oder ein Teil des abgebauten Kohlenflözes zusammenbrach und viele Kameraden einsperrte. Meistens war schon nach wenigen Stunden das Hindernis beseitigt und die Eingeschlossenen wieder heraus. Ich persönlich war mehrmals in einer solchen Lage, was ich aber niemals als übermäßig gefährlich empfunden habe. Neben den ganzen Unglücken im Schacht gab es jedoch auch Erfolge zu vermelden. Der 31. Mai 1948 war dabei ein besonderer Tag für mich. Ich haute einen Streifen von 20 Metern heraus und verzimmerte auch noch. Das war nach russischen Begriffen 250% des Tagesziels, also 2,5 Mal mehr als unsere Arbeitsvorgabe. So etwas war erstmalig bei den Kriegsgefangenen im Schacht. Solche Leistungen wurden jedoch ausschließlich um des materiellen Vorteils willen erbracht.
Das Schachtbüro überwies jedem nach Arbeitsleistung des einzelnen Arbeiters Geld an die russische Lagerverwaltung. Von diesem Geld wurden jedem Gefangene 456 Rubel monatlich für uns die wunderbare Kost und Logis abgezogen. Den Rest bekamen wir ausbezahlt. Wir konnten uns nun endlich ein paar kleine Wünsche erfüllen. Margarine für die Brotscheiben oder ein Apfel. Obst war sehr rar. Während der gesamten Gefangenschaft gab es in der Verpflegung nicht das geringste an Obst. Endlich konnte ich mir eine Zahnbürste kaufen und eine Nagelschere und einen Nagelreiniger. In den ersten 3 Jahren hatte ich diese Sachen doch sehr vermisst. Mit dem ausbezahlten Geld konnten wir unser Lebensniveau somit spürbar heben. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir in demselben Trott weitergearbeitet wie in den ersten 3,5 Jahren der Gefangenschaft. So steigerte sich jedoch die Arbeitsleistung wie auch der Lohn von Monat zu Monat. In dieser Beziehung hat der Russe es meisterhaft verstanden, uns zur Arbeit heranzuziehen. Wer diese Norm aber nicht erfüllte, flog unweigerlich in den Karzer. August 1948. Im August hatte ich einen Monatsdurchschnitt von weit über 100%. Trotzdem bekam ich 5 Tage Karzer, weil ich 3 Tage hintereinander die Norm nicht erfüllt hatte, da ein herabfallender Stein mir meine Hand verletzt hatte. Nach der ersten Nacht wurde mir aber die Strafe erlassen, weil ich am darauffolgenden Tag außergewöhnlich gut gehauen hatte. Dezember 1948. Weihnachten 1948 herrscht im Gefangenenlager eine gereizte Stimmung. Schon seit längerer Zeit hatte uns der russische Politoffizier die Entlassung aller Kriegsgefangenen bis Ende 1948 angekündigt. Nun war schon Weihnachten und es tat sich nichts in diese Richtung. Am heiligen Abend war ich zur Nachtschicht im Kohlebergwerk eingeteilt. Wir waren uns einig, an diesem Tag nicht zur Schicht anzurücken. Was konnten wir noch verlieren? Als wir zusammenstanden und uns darüber besprachen, trat der russische Arbeitsoffizier zu uns. Dieser Russe war ein uns wohlgesonnener Mensch. Wir hatten mit ihm ein freundliches Verhältnis. Er flehte uns an, bitte Kameraden, geht bitte, bitte zur Arbeit. Ihr wisst, wenn ihr die Arbeit verweigert, ist das Sabotage, die wird in Russland schwer bestraft. Er schaffte es tatsächlich, uns zu überzeugen, dass wir unsere Arbeit antraten. Wie so oft begleitet er uns dann auch an unseren Arbeitsplätzen im Bergwerk. 1949, April 49. Der 9. April 1949 kam immer näher und mit ihm der letzte Arbeitstag im Schacht 4. Alle Kriegsgefangenen in unserem Lager wurden aus den Schächten herausgezogen, um heimzufahren. So hieß es jedenfalls. Aber mit der Heimfahrt wurde es dann wieder nichts. Man zog mich zunächst zum Schachtaufbau über Tage beim Schacht Junkum heran. Mai 49. Nach einem Monat ging es dann hinaus auf die Straße. So wurde ich auch noch zum Spezialist im Straßenpflastern. Da ich mich jedoch mit meinem Brigadier verkrachte, schob er mich bei der nächsten Gelegenheit ab. Es wurden kräftige Männer für das Eisenkommando 2. Schicht gesucht. Da war ich dann natürlich dabei. Wir hatten die Aufgabe, Nutz- und Alteisen aus dem Schachtgelände zusammenzufahren. Die Schichten dauerten dabei immer 4 oder 3 Stunden, waren dafür aber sehr anstrengend. Nach dem Arbeiten gingen wir fast jeden Tag schwimmen. Ein besseres Kommando hätte ich mir dadurch im Sommer nicht wünschen können. Juli 1949. Ende Juli war dort aber auch leider Schluss. Ich wurde daraufhin beim Bau einer Stolvaja, also Gastwirtschaft, eingesetzt. Die Gegend war sehr felsig und so war es meine Aufgabe, mit dem Presslufthammer den Naturstein loszuhauen, der dem Fundament im Wege stand. Aber auch dort war mein Aufenthalt nur kurz. August 1949. Am 24. August wurden 50 Mann, darunter auch ich, nach Stalino abgestellt. Wir füllten ein Lager auf, das nur noch aus 50 Mann bestand, da der größte Teil der Gefangenen am Morgen desselben Tages mit einem Transport in die Heimat abgefahren war. In Anbetracht dieses Umstandes war die Arbeitsmoral äußerst schlecht, wie unser Lageraktivist sich ausdrückte. Außerdem waren die Verdienstmöglichkeiten sehr gering, was unsere Arbeitslust ebenfalls nicht gerade steigerte. So kamen auch wieder ein paar Wochen, wo der Hunger unser ständiger Begleiter war. Zunächst arbeiteten wir bei der Straßenbahn,
Dort mussten wir Schienen verlegen, schottern, Straßenpflastern und sonstige Arbeiten, die anfielen, verrichten. Eines Tages sollte ein Haus abgerissen werden. Nach der Weisung unseres Natschallings stiegen wir auf das Dach und fingen an abzureißen, obwohl die Bewohner noch im Hause waren. Erst nach einer kräftigen Schimpfkanonade bequemten sich die Bewohner, dort auszuziehen. Wir kamen bereits durch die Decke, ehe sie das Ausräumen ihrer Habseligkeiten bewerkstelligt hatten. An dem Platz, wo das Haus stand, sollte eine große Straßenbahnschleife gebaut werden. Ein russischer Vermessungstechniker kam, um den Boden abzustecken. Doch er konnte seine Tangente nicht ohne Schwierigkeiten festlegen, da ihm eine andere Baracke ebenfalls im Wege stand. Kurz entschlossen befahl er uns, eine Gasse durch die Baracke zu brechen, sodass er weiterarbeiten konnte. Trotz der Gegenwehr des Verwalters führten wir seinen Befehl durch, da uns die Sache nun begann, Spaß zu machen. September 1949. Nachdem ich 14 Tage in dem Lager war, bekamen wir 100 Mann Verstärkung aus einem anderen Lager. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich unter den Neuankömmlingen Walter B. entdeckte. Die Wiedersehensfreude war riesig und wir arbeiteten die ersten paar Tage zusammen. Am 24. September stieg ich dann wieder in einen Schacht ein. Ich hatte mich freiwillig gemeldet, da sich das Wetter draußen zusehends verschlechterte und die Verdienstmöglichkeiten im Schacht wesentlich besser waren. Der jetzige Schacht war 230 Meter tief. Man konnte nur über eine verschlammte Treppe hinuntersteigen. Ich arbeitete beim Streckenvortrieb als Zimmermann. Im Vergleich zum letzten Schacht war es hier sehr warm. Die Ventilation ließ allerhand zu wünschen übrig. Wir arbeiteten zeitweise nur mit einer Badehose bekleidet. Oktober 1949. Anfang Oktober sollte ein Teil unseres Lagers heimfahren. Zu unserer größten Überraschung waren fast alle Schachtleute dabei, unter anderem auch ich. Wir mussten eine sogenannte Politminimum-Prüfung ablegen und eine Danksagung an Stalin für die gute Behandlung und Bekehrung zum Sozialismus unterschreiben. Vorbildlich bestand ich diese Prüfung, eine Blutgruppe hatte ich unter keinem meiner Arme und somit sollte meine Heimfahrt also nichts mehr im Wege stehen. Doch ich hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ein paar Tage vorher hatten wir als Schachtgarnitur gutes Blauzeug bekommen. Dieses mussten wir nun wieder abgeben. Zur Heimfahrt empfingen wir ebenfalls Blauzeug, welches jedoch in der Qualität wie auch im Schnitt weit hinter der Schachtgarnitur zurückblieb. Da es uns anfangs freigestellt war, gab ich die neu empfangene Hose als Schachthose ab und behielt die bessere. Bei der letzten Filzung am Lagertor beanstandete der russische Bekleidungsoffizier bei einem vor mir stehenden Kameraden dessen Hose. Er hatte es genauso gemacht wie ich. Außerdem notierte sich der Offizier seine Personalien. Die Sache kam mir verdächtig vor und ich wollte nicht wegen einer lächerlichen Hose von der Heimfahrt gestrichen werden. Doch jetzt beging ich einen nicht wiedergutzumachenden Fehler. Ich zog die blaue Schachthose aus und meine Zivilhose an. Die abgelegte Hose schob ich einem auf der Arbeit befindlichen Kameraden unter das Kopfkissen. In dieser Montur passierte ich zunächst unangefochten das Lagertor. Im Lager Malkiewicz, wo der Transport Richtung Heimat zusammengestellt wurde, fehlte mir dann jedoch eine blaue Hose bei meiner Ausrüstung. So wurde ich in mein ehemaliges Lager zurückgeschickt und kam für meine Verbrechen eine Woche in den Karzer. Nachdem ich die Woche eingebüßt hatte, meldete ich mich wieder zur Schachtarbeit. Jetzt machte ich nur noch den Streckenreiniger, was die ruhigste von allen Schachtarbeiten war. Ein paar Tage später wurde ich in ein Nebenlager verbracht, da der Rest unseres Lagers heimfuhr. Mit mir wurden noch ein paar andere Männer abgestellt, die sich entweder geweigert hatten, die Danksagung an Josef Stalin zu unterschreiben oder sonst etwas verbrochen hatten. In diesem Lager wurde ich anfangs erneut zum Straßenbau eingesetzt. November 1949. Im November, als das Wetter schon sehr schlecht war, mussten wir noch eine Straße vor Stalino pflastern. Zwischendurch wurden wir immer wieder dort eingesetzt, wo man gerade Arbeit hatte. So kamen wir auch ein paar Tage zu dem Kommando Stroi Kontora. Während dieser Zeit wurden wir Zeuge eines bezeichnenden Gespräches zwischen einem Uralten und einem jungen Russen. Der junge Russe frug den Alten, ob es in der Zarenzeit auch schon solche Maschinen wie Bagger und Traktoren gegeben hätte. Daraufhin erwiderte der Alte,
dass das zwar nicht der Fall gewesen sei, dafür hätte er sich aber jeden Tag satt essen können, was er jetzt nicht behaupten könne. Am 18. November erhielt ich eine der traurigsten Nachrichten in meinem Leben. Meine Mutter war vor 4 Monaten gestorben. Obwohl ich das geahnt hatte, da ich schon länger keine Post mehr von ihr bekommen hatte, war ich in den nächsten 4 Tagen zu nicht zu gebrauchen. Die Nachricht hatte das Bild der Heimat, wie sie mir in den langen Jahren der Gefangenschaft vor Augen geschwebt hatte, vollständig zerstört. Die Heimfahrt war somit wertlos für mich geworden. Das, wonach ich mich jahrelang mit jeder Faser meines Herzens gesehnt hatte, war hinfällig geworden. Dezember 1949. Anfang Dezember wurden wir noch zum Club der Miliz abkommandiert, da dieser unbedingt fertig werden sollte. Am 7. Dezember ging es letztmalig dorthin, da am 8. der letzte Arbeitstag sein sollte und gleichzeitig die Einkleidung für die Heimfahrt erfolgen sollte. An diesem Morgen drückte ich mich vor der Arbeit, da es mir hundsmiserabel zumute war. An diesem Tage war jedoch die Ambulanz bereits geschlossen, da nicht mehr mit Kranken gerechnet wurde. Ich klopfte trotzdem an und der Sanni ließ mich ausnahmsweise herein, um bei mir Fieber zu messen. Ich hatte 39,6 Temperatur. Der herbeigeholte Arzt stellte sofort eine Lungen- und Rippenfellentzündung fest. Ich zog also ins Lazarett ein, während die anderen für die Heimfahrt eingekleidet wurden. Der Transport Richtung Heimat sollte am 11. Dezember erfolgen. Als bekannt wurde, dass ich zum Hospital wegkommen sollte, kamen viele Kameraden, um sich von mir zu verabschieden. Mein Fieber war in der Zwischenzeit auf 41 Grad angestiegen, wodurch mir alles gleichgültig war. Am 9. Dezember wurde ich dann mit einem Pferdefuhrwerk zum Hospital gefahren. Die zuständige russische Ärztin war rührend besorgt um mich und gab sich alle erdenkliche Mühe mit mir. Als sie feststellte, dass ich das verschriebene Pulver nicht vertrug und ich dadurch immer zum Brechen neigte, verordnete sie mir sogar Penicillin, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte. So bekam ich nun 4 Tage lang alle 3 Stunden eine Spritze. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass das russische Sanitätspersonal während der gesamten Zeit unserer Gefangenschaft immer korrekt und freundlich uns gegenüber gewesen war. Am 12. Dezember sank das Fieber endlich auf 38 Grad und vom 13. Dezember an war ich wieder fieberfrei. Jetzt merkte ich auch, wie sich der Hunger wieder meldete. Noch entscheidender war jedoch die große quälende Frage, ob ich es schaffen würde, mit dem Transport Richtung Heimat am 18. Dezember mitzufahren. Mein Bett verließ ich erstmal wieder zur Einkleidung. Zunächst war ich noch etwas unsicher auf den Beinen, aber ich überstand die Fahrt zurück ins Lager ohne besondere Zwischenfälle. Von dort aus ging es für mich und die übrigen Kameraden ins Heimkehrerlager Friedland. Dort erhielt ich auch am 29. Dezember meinen Entlassungsschein. Durch die ärztlichen Untersuchungen wegen meiner kürzlich überstandenen Erkrankung verzögerte sich die Heimfahrt um ein paar Tage. Es wurden noch Röntgenaufnahmen gemacht und festgestellt, dass ich noch eine trockene Rippenfellentzündung hatte. Nach einem eintägigen Aufenthalt in dem dortigen Flüchtlingslager, wovon ich nur die besten Eindrücke mitgenommen habe, ging es weiter nach Köln. Auf fast jedem Bahnhof wurden wir trotz der Nachtstunden mit einer Herzlichkeit empfangen, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Am Morgen des 31. Dezember 1949 um kurz vor 7 Uhr kam der Zug in Köln an und ich war endlich wieder zu Hause. 1950. Wieder in der Heimat. Auf die Freude über die Rückkehr folgte jedoch bald die Ernüchterung. Der Alltag in der Heimat war frustrierend und sehr schwierig. Mein Vater, mein Bruder Ernst und ich wohnten gemeinsam mit einem älteren Lehrerehepaar sehr beengt in einer kleinen Wohnung. Mein Zwillingsbruder Franz war zwischenzeitlich beruflich bedingt in die Nähe von Paderborn verzogen. In den ersten Tagen begab ich mich zum Bundesbahnvermessungsamt mit der Absicht, meine vor meiner Einberufung begonnene Ausbildung fortzusetzen. Dort wurde mir jedoch mitgeteilt, dass bei der Bahn keine Ausbildung für Vermessungsingenieure mehr durchgeführt würde. So versuchte ich an verschiedenen anderen Stellen in diesen Beruf einzusteigen, aber ich hatte nirgendwo Erfolg.
Mein Dilemma war folglich, dass ich kein Geld für eine Ausbildung oder ein Studium hatte. Arbeitslosengeld stand mir nicht zu, da ich vor meiner Einberufung nicht in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt habe. BAföG gab es noch nicht. Um Geld zu verdienen, begann ich als Hilfsarbeiter im Tiefbau. Es dauerte noch über 4 Jahre, bis ich endlich, nach Überwindung größter Schwierigkeiten, die Möglichkeit erhielt, meine Ausbildung fortzusetzen. Zum Schluss ist noch kurz das Wunder im Nachkriegsdeutschland zu erwähnen. Egal wen man traf, alle sind plötzlich gegen Hitler gewesen. Wenn man sagte, dass man ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen sei, wurde man mit der ironischen Gegenfrage konfrontiert: Du auch? Somit unterließ man es tunlichst, sich diesbezüglich zu äußern.